Hallo und ein herzliches Willkommen an alle an den Bildschirmen, die sich heute zugeschaltet haben zu unserer Veranstaltung. Ein herzliches Willkommen auch an die, die hier im Raum sind, wenige entsprechend den Corona-Regeln. Und ich freue mich, dass wir sehr kompetente Gesprächspartner hier haben. Und ich freue mich, dass wir auch viele am Bildschirm haben, die zu Hause, unterwegs oder im Büro uns zuhören und zuschauen. Wir haben ein Thema, das sich vor dem Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bewegt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und die Referenz. Deutschland hat am 1. Juli für 6 Monate die Präsidentschaft der Europäischen Union übernommen. Das bedeutet, dass man einen starken Einfluss auf die Agenda hat, dass man bestimmte Themen voranbringen kann. Dadurch ist das Thema EU und Europa stark in der Diskussion, in den Medien, in der Öffentlichkeit, aber auch durch die Corona-Pandemie, Corona-Krise, wo wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass sie allen starke Einschränkungen bringt, dass sie aber auch nur von allen und alle, das heißt innerhalb Europas und auch global gilt es natürlich, auch bewältigt werden kann. Akut, aber auch in den Folgen, die in den verschiedenen Bereichen dann auftreten. Die Themen, die wir heute auf der Tagesordnung haben, sind Themen, die vor allem junge Menschen interessieren. Und Sie und ihr alle wisst, dass im Rahmen der Ratspräsidentschaft natürlich die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie im Zentrum stehen. Aber trotzdem, und das haben wir in der Einladung so geschrieben, ist die deutsche Ratspräsidentschaft keine Corona-Ratspräsidentschaft. Es gibt eine Reihe von Themen, die wichtig sind für die Zukunft der EU und die jetzt intensivst diskutiert werden. Wir haben uns aber gedacht, dass wir diese 4 Themen, die in der Einladung stehen, auswählen und die in einem europäischen Kontext diskutieren wollen. Das eine ist LGBTIQ-Rechte, sexuelle Identität, Hate Speech, Rassismus. Das zweite Thema hat zu tun mit Freiheit und Selbstbestimmung im Netz, so haben wir das genannt. Das ist für viele Thema Uploadfilter ein ganz großes Thema. Dann als drittes haben wir die Fragen von Umweltpolitik, Umweltschutz, Green Deal und wie wir in Zukunft leben und wirtschaften wollen auf diesem Planeten. Und als letztes, aber nicht in der Bedeutung, last but not least, das Thema, was für eine Perspektive hat die EU überhaupt, hat Europa? Wie kann ein föderales Europa, wenn es denn möglich sein sollte, aussehen und funktionieren? Und diese 4 Themen, die haben wir uns ausgesucht und wir haben für jedes dieser Themen 4 Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen eingeladen, die kompetent sind und die mit Michael Roth, dem Politiker, der nicht für jedes dieser Themen der Fachpolitiker ist, aber doch aus der europäischen Perspektive und mit seinen langjährigen politischen Erfahrungen da dann versucht und bestimmt Rede und Antwort stehen wird. Als letztes vielleicht noch ein paar Worte zu den Personen, die jetzt hier beteiligt sind. Wir haben schon, wie erwähnt, den Politiker, eine Moderatorin im Raum und dann haben wir die 4 Gesprächspartner, die unsere Moderatorin gleich vorstellen wird. Und wir haben sozusagen hinter der Kamera Lisa Albrecht, die sozusagen die Anwältin des Publikums ist und aus dem Chat Fragen, die ihr an Michael Roth oder an die 4 Gesprächspartner habt, stellen könnt und die sie dann in die Diskussion mit einbringt. Und der technische Host des Meetings ist Oliver Philipp, auch alle beide von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Jetzt möchte ich noch die Moderatorin des Abends vorstellen, Katja Sinko. Katja, du bist schon seit langem sehr, sehr engagiert und aktiv, was Europa betrifft. Ich musste mir das aufschreiben, weil das sind Sachen, ich glaube nicht, dass ich die alle hintereinander so behalte. Du arbeitest für das European Democracy Lab. Du hast in der jungen europäischen Bewegung eine Reihe von Jahren mitgearbeitet. Du warst Trainerin für eine Reihe von EU-Seminaren
Du hast von 2016 bis 2019 die Kampagne The European Moment mitgeleitet. Ich glaube, es war deine Idee. Du hast dafür einen Preis bekommen, den Blauen Bären der Stadt Berlin, den Bürgerinnen und Bürger für europäisches, europapolitisches Engagement bekommen. Und du hast im vorigen Jahr die Großdemo Ein Europa für alle organisiert, die bundesweit stattgefunden hat. Du wirst gleich die Moderation und die Regie übernehmen. Ich möchte nochmal Michael Roth danken, dass er da ist. Ich habe heute noch was von ihm auf Twitter gelesen und habe da auch seine ganz kurze Selbstvorstellung gesehen. Da stehen drei Wörter, nämlich er beschreibt sich da selbst als Feminist, Europäer und Sozialdemokrat. Und ich finde, das sind ziemlich gute Ausgangspunkte für die Diskussion jetzt mit euch und auch dann mit dem Publikum. So, ich wünsche uns, euch allen einen guten Austausch, eine gute Diskussion und übergebe jetzt an Katja, bitte. Herzlichen Dank. Willkommen auch von mir. Vielen Dank, Ralf, für deine einleitenden Worte. Deutschland hat ja am 1. Juli die Ratspräsidentschaft übernommen, Halbzeit sozusagen. 3 Monate sind rum, 3 Monate hat Deutschland die Ratspräsidentschaft noch inne. Also wäre heute doch der ideale Moment, um junge Menschen zu Wort kommen zu lassen, um zu schauen, was sie sich denn wünschen, was ihr von der europäischen oder von der deutschen Europapolitik wünscht und vor allem, was ihr heute Michael mit auf den Weg geben wollt. Und das Ganze natürlich anhand eurer Erfahrung, eures Engagements, eures Wirkungskreises und auch der Erfahrung, die ihr gemacht habt. Wir werden jetzt gleich gemeinsam mit dir, Michael, 4 Sparring-Partner hier zusammenbringen. Das wird sein Tarek Tefsu, Influencer-Moderator, Baran Küçük, FES-Stipendiat, Quang Pasch, der Pressesprecher von Fridays for Future Berlin und Clara Völler, Vorstandsmitglied der Jungen Europäischen Föderalisten. Das Prinzip dieser virtuellen Sparring-Runde ist schnell erklärt. Jede und jeder hat von euch 20 Minuten Zeit, um sein oder ihr Thema mit unserem Staatsminister für Europa, Michael Roth, zu diskutieren. Es wurde ja schon erwähnt, auch Lisa hat es schon bei euch in den Chat geschrieben. Ihr könnt gerne eure Fragen, die ihr habt, dort notieren. Die werden mir dann weitergereicht und ich versuche, die dann auch mit ins Gespräch zu bringen. Genau, Lisa macht das und unterstützt mich netterweise dabei. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, Michael. Für diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen, du bist selber FES-Stipendiat gewesen, seit über 30 Jahren in der SPD, ich glaube 33 Jahre bist du dabei, seit 20 Jahren im Bundestag und seit 2013 bist du der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und zudem auch Beauftragter für deutsch-französische Zusammenarbeit. Dein Leibthema oder dein Leib- und Magenthema ist ja vor allem das föderale Europa und auch der Green New Deal. Deswegen freue ich mich besonders, dass du heute da bist. Und ich würde jetzt als allererstes ganz gerne mal Tarek zu mir bitten. Du bist unser erster Panelist für das erste Panel Sexuelle Identität, LGBTQI+-Rechte und Hate Speech. Tarek ist Influencer und Moderator. Du machst seit 2015 Videos im Netz. Ich kenne dich aus dem ZDF-Online-Format Jäger und Sammler, was sogar für den Grimme-Preis zweimal nominiert war. Ich habe mich gefragt, wird es eine weitere Folge der Tralafitti-Show geben? Ich hoffe doch sehr. Und in Kürze wirst du sogar auch einen NDR-Talkshow-Ableger, das wird Deep und Deutlich halten, für junge Zuschauerinnen moderieren. Ab Oktober kann man dich da mit anderen sehen. Was ich an deinem Format so mag, die du machst, du bist sehr, sehr meinungsstark bei allen möglichen Themen dabei, gehst den Themen auf den Grund und schaust oder scheust keine Konfrontation. Ich habe über dich gelesen oder in einem Post von dir, ich kümmere mich hier gerade um eine antirassistische und antisexistische Welt. Ich habe keine Zeit und keine Kraft, mich mit Hatern zu beschäftigen. Was wünschst du dir eigentlich in Bezug auf Hate Speech? Gerade euer Format, die Jäger und Sammler, hat ja extrem viel aus dem rechtsextremen Kreis immer wieder krasse Kommentare bekommen. Wie gehst du damit um? Was ist auch vielleicht dein Tipp? Und vor allem, was kann dann eigentlich auf europäischer Ebene gemacht werden in dem Bereich? Also erstmal danke für die lieben Worte, Katja, und danke, dass ich hier sein darf. Zum Thema Hate Speech, also als allererstes wünsche ich mir, dass wir das Wort nicht mehr benutzen, denn ich bin kein großer Fan von dem Begriff, denn Hate Speech suggeriert,
dass da etwas Neues passieren würde, denn man braucht ja scheinbar einen neuen Begriff und eigentlich geht es aber um Diskriminierungen, es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht um Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und dafür brauche ich keinen Begriff, der so tut, als würde das Netz da quasi neue Strukturen erfinden, aber wenn wir schauen, wer im Netz am meisten Hass abbekommt, dann sind das zum größten Teil Frauen, das sind zum größten Teil schwarze Frauen, es sind muslimische Frauen, es sind Transmenschen, es sind schwarze Queers, es sind genau dieselben Menschen, die auch offline von der Gesellschaft ziemlich hart diskriminiert werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir den Benutz einfach in Diskriminierung oder eine Form von digitaler Gewalt, so würde ich es eher bezeichnen. Denn Hate Speech klingt für mich ein bisschen zu harmlos für das, was da passiert. Und es wirkt auch so, als sobald man dann den Rechner ausmacht, dann ist das Problem gelöst. Aber was macht denn digitale Gewalt? Digitale Gewalt führt dazu, dass Menschen ihre Meinungen nicht mehr im Netz sagen, dass besonders Frauen, schwarze Frauen, queere Frauen ihre Meinung im Netz nicht mehr sagen, weil sie zutiefst bedroht werden und da hilft es nicht, einfach offline zu gehen. Michael, was können wir denn tun? Also was gibt es vielleicht auch für technische Lösungen, um gerade, wie Tarek es ja beschrieben hat, mit dieser digitalen Gewalt umzugehen? Gibt es da eine Agenda, sag ich mal, auf europäischer Ebene? Gegen Rassismus, gegen Homophobie und gegen Demokratieverachtung und Hass kann man ja nicht technisch vorgehen. Ich glaube, da braucht man eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Die größtenteils im Netz stattfindet. Deswegen würde ich auch Tarek nicht widersprechen wollen, aber als jemand, der selber auch von solchen hasserfüllten Kommentaren betroffen ist, muss ich schon sagen, dass manches, was früher eher sich im Verborgenen abspielte, am Rande, heute im Netz auf einen tausendfachen Widerhall stößt und sich damit natürlich auch verstärkt. Und die Schutzmöglichkeiten sind vermutlich noch schwieriger als in der nicht virtuellen Welt. Deswegen bleibe ich dabei, wir brauchen nicht neue Techniken, wir brauchen vor allem auch sowas wie eine Netiquette und eine gesellschaftliche Verständigung darüber, wie man miteinander umgeht, dass man eine Kultur des Respekts und der Toleranz etabliert, die nicht nur, sagen wir mal, unseren normalen Umgang prägt, sondern auch den Umgang im Netz. Diese Diskussion ist über viele Jahre hinweg faktisch ausgeblieben. Und die müssen wir jetzt schmerzhaft nachholen. Das halte ich für wichtig. Und ein in der Politik hoch umstrittener Bereich ist natürlich, welche Regeln gibt man vor und wann greift man ein? Ein Punkt, der ja hoch umstritten ist, ist, dass man zum Beispiel Online-Anbietern auferlegt, Kommentare, die homophob, rassistisch sind, demokratieverachtend sind, die auf Fake News beruhen, dass man die einfach streicht und löscht. Das trifft bei vielen, die eher in der nicht virtuellen Welt zu Hause sind, auf Widerspruch, weil sie sagen, am Ende entscheidet darüber ja nicht ein Verlag oder eine Firma, sondern da muss am Ende ein Gericht entscheiden, weil wir sind ein Rechtsstaat. Dennoch finde ich es wichtig, dass wir uns alle eine solche Policy auferlegen, die auch eine gesamtgesellschaftliche Verständigung benötigt. Und da das Netz ja nicht an nationalen Grenzen Halt macht, spielt Europa natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil das ein Phänomen ist, so wie es Tarek ja beschrieben hat, was wir nicht nur in Deutschland erleben, sondern das erleben wir überall in der Welt. Wir erleben es aber leider auch in Europa. Nur in Europa haben wir uns ja auf eines verständigt. Wir sind eine Gemeinschaft von Werten. Bei uns ist nicht der Ort für Rassismus, nicht der Ort für Homophobie. Wir sind der Ort, an dem man ohne Angst verschieden sein kann. Und deshalb trägt dann natürlich auch, wenn es um grenzüberschreitende Aktivitäten geht, und das Netz ist grenzüberschreitend, Europa eine besondere Verantwortung. Tarek, teilst du diese Beschreibung, dass wir so einen Ort haben, wo man, ja, wo eine Netiquette das vielleicht lösen könnte, oder wie Michael gerade auch beschrieben hat, wo Europa, also ich frage mich tatsächlich, wie kann denn die EU eigentlich da, oder auch, ne, in dem Fall die Bundesregierung, also fühlst du dich da unterstützt? Hast du das Gefühl, dass da überhaupt was gemacht wird? Du bist ja
sehr häufig auch Opfer gewesen von allen möglichen Kommentaren. Ich habe in deinem letzten Video gesehen, wie du auch teilweise einfach die freust, es zu löschen, aber es ist ja trotzdem auch total belastend, kann ich mir vorstellen. Also nochmal so kurz weg. Ich habe in den letzten 2 Jahren eine andere Policy, was Kommentare im Netz anbelangt. Ich habe die eine Zeit lang sehr, sehr viel laufen lassen. Bei Jäger und Sammler gab es ein Community-Team, das das quasi übernommen hat. Mittlerweile, ganz ehrlich, ich blockiere so radikal, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Sobald da irgendein Kommentar kommt, der irgendwie in eine gewisse Richtung geht, blockiere ich das. Und das ist eine Strategie, die ich einfach mal so mit in den Raum nehme, gebe. Das muss nicht jeder so machen, denn es ist meine Strategie und die hilft mir gerade sehr, sehr gut. Ich bin so ein bisschen, natürlich, ich würde mir einfach wünschen, im Hinblick auf die Europanummer, dass Deutschland vielleicht einfach Vorreiter, Vorreiterin ist, wenn es um digitale Gewalt geht. Und davon ist Deutschland in meinen Augen sehr, sehr weit entfernt, denn ich merke, dass Behörden, Polizei, dass die Justiz krass überfordert ist mit Anzeigen, die halt auch reinkommen. Teilweise werden Anzeigen aus Kapazitätsgründen, wow, sehr schwieriges Wort, sage ich nie wieder, aus Gründen von nicht genug Leuten, werden viele Klagen einfach abgelehnt. Betroffene werden allein gelassen. Ich erinnere mich daran, als ich gehackt wurde und meine Adresse im Netz veröffentlicht wurde, wurde ich von der Polizei, hat der Beamte gesagt, das passt gerade nicht rein, können Sie bitte ein Online-Formular ausfüllen? Also überhaupt nicht verstanden, dass da gerade eine wahrscheinlich rechte Person meine Adresse auf Twitter veröffentlicht hat. Und dann musste ich ein Online-Formular ausfüllen, wo drin stand, na, was ist denn passiert und wo? Wurde in die Handtasche geklaut? Ist es mit dem Fahrrad irgendwie was passiert? Nein, es war halt im Netz. Das heißt, dieses Formular war gar nicht auf dem Stand, Menschen zu schützen, die halt von digitaler Gewalt betroffen sind. Und es gibt bis heute immer noch keine zentrale Stelle in Deutschland, die digitale Gewalt quasi auflistet, vermerkt, um auch zu schauen, welche Player oder welche AkteurInnen handeln vielleicht halt auch, also was bringt es, wenn ich weiß, dass wenn jemand, zum Beispiel der Fall mit dem Orbit, der krass viele PolitikerInnen gehackt hat, der konnte das so lange machen, weil es eben keine zentrale Stelle gab, in der quasi diese ganzen Fälle gesammelt waren, denn die Betroffenen kamen aus dem Bundesland und alle haben so ihre eigene kleine Küche gebrodelt. Und würde es diese Stelle endlich mal geben, die es immer noch nicht gibt, hätte man diesen Fall zum Beispiel wie Orbit einfach viel, viel schneller aufdecken können. Michael, ist so eine Stelle geplant? Ist das irgendwie auch ein großer Punkt bei euch in der Ratspräsidentschaft, wie man da Menschen eigentlich auch, vor allem Betroffene, schützen kann? Es wird sicherlich nicht helfen, wenn wir nur in Europa, in der Europäischen Union eine zentrale Stelle schaffen. Da sind schon auch in Deutschland beispielsweise die Länder, die ja für die Justiz zuständig sind, für die innere Sicherheit im Wesentlichen zuständig sind, in besonderer Weise gefordert. Wir haben im Bund eine Antidiskriminierungsstelle, von der ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass sie mehr Verantwortung übertragen bekommt für den Bereich, den Tarek eben auch beschrieben hat. Tarek nutzt ein Mittel, was ich zum Beispiel gar nicht nutzen darf. Ich bin angezeigt worden, weil ich blockiert habe. Ich habe eine ganz einfache Policy, die entspricht wahrscheinlich der von Tarek. Wer homophob ist, wer rassistisch ist, wer beleidigend ist, der wird blockiert. Ich darf das nicht, weil ich als Politiker niemanden blockieren darf. Der kann theoretisch dagegen klagen. Das ist ein rechtlich nicht deutlich geregelter Raum. Der hat es mir sehr schwer gemacht und deswegen kann ich auf Twitter beispielsweise niemanden mehr so ohne weiteres blockieren, weil man dann auch gemäß des Informationsfreiheitsgesetzes einfach erklären kann, wir wollen nicht ausgeschlossen werden von den Informationen, die der Staatsminister in seiner politischen Rolle veröffentlicht. Ich habe so oft Anzeigen geschaltet, weil ich Morddrohungen erhalten habe, weil ich bedroht wurde, weil ich beleidigt wurde. Aus all diesen Anzeigen ist nie etwas geworden. Beim letzten Mal hat mir die Staatsanwaltschaft erklärt, da es ja keine Speicherfristen gibt, die ausreichen, konnte man denjenigen, der mir eine Morddrohung hat zukommen lassen, konnte man ihn nicht ausfindig machen. Und wenn ich von den Speicherfristen spreche, berührt das einen sehr heiklen Punkt, über den auch in Deutschland
hart diskutiert wurde, die Vorratsdatenspeicherung, also wie lange müssen entsprechende Daten gespeichert werden. In meinem Falle, weil es diese Speicherung so nicht gegeben hat, kann der potenzielle Täter oder die Täterin nicht ausfindig gemacht werden. Damit fordere ich jetzt nicht eine massive Vorratsdatenspeicherung. Ich will nur auf das Dilemma hinweisen, dass wir in einer liberalen Gesellschaft, die wir bleiben wollen, eben auch ganz rasch an Grenzen stoßen, dass wir aber im Hinblick darauf, dass sich inzwischen in der digitalen Welt Dinge abspielen, die wir fast nicht mehr beherrschen können, die ungeregelt sind, die zu tiefen Verletzungen führen und die Menschen in ihrer Integrität, in ihrer Würde in Frage stellen, dass wir hier auch neue Institutionen brauchen, neue Instrumente brauchen. Das finde ich völlig richtig. Und da hilft natürlich auch Europa, indem wir voneinander und miteinander lernen, weil ich auch gerade diese Frage lese. Wir planen in unserer Ratspräsidentschaft, also gibt es mehrere Strategien, einmal eine Strategie gegen Rassismus, eine Strategie für LGBTI. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was da so konkret ist? Also die Kommission macht im Prinzip einen Vorschlag, was müssen wir noch besser tun, um gegen Rassismus vorzugehen? Was sind die Maßnahmen, die auf den verschiedenen Ebenen ergriffen werden? Gibt es auch eine Definition von Rassismus, die uns allen hilft? Ist es einfach nur, reicht es aus, einfach nur zu sagen, ich lehne Rassismus ab? Oder muss man nicht auch proaktiv etwas tun, um den Rassismus zu bekämpfen? Also es geht nicht nur um Passivität, es geht auch um Aktivität, um Verantwortung, die man zu übernehmen hat. Und da sind solche Strategien, die die Kommission erarbeitet, sehr, sehr hilfreich. Und wir wollen die auch machen zu LGBTI, weil natürlich am Ende Lesben, Schwule, Transgender, Intersexuelle, queere Menschen in der Regel in allen Ländern immer die am stärksten vulnerable Gruppe sind. Und bei den ethnischen Minderheiten sind es in der Regel immer Roma und Sinti, die zu den vulnerabelsten Gruppen gehören. Und auch da soll es eine entsprechende Strategie geben, die wir hoffentlich noch in diesen wenigen noch verbleibenden Monaten werden abschließen können. Tarek, wenn du das hörst, würdest du sagen, dass die EU genug tut, um LGBTQI-Plus-Menschen zu schützen? Gerade wenn wir auch nochmal, da ist auch die Frage, die da ankam, gerade wenn wir nochmal nach Polen schauen, da gibt es ja diese LGBTQI-Plus-freien Zonen. Wie schätzt du das ein? Was würdest du da auch fordern? Naja, ich meine, die Tatsache, dass es innerhalb der EU in einem Nachbarland von Deutschland wie in Polen gerade das möglich ist, dass Gemeinden sich als LGBTIQ-freie Zonen quasi aufstellen, zeigt mir, dass die EU nicht genug macht, um LGBTIQ-Menschen zu schützen. Denn das muss man sich mal reinziehen. Also 2020 kommt ein europäisches, vermeintlich demokratisches Land darauf, oder zumindest einige PolitikerInnen, dass es okay ist, so etwas zu tun. Und ich frage mich, was tut die EU dagegen, was tut Deutschland dagegen, außer gerade in meinen Augen zuzuschauen. Und wer übernimmt da die Courage? Es ist die Zivilgesellschaft, es sind AktivistInnen vor Ort, es sind AktivistInnen europaweit, die sich solidarisieren mit diesem menschenverachtenden Bullshit. Entschuldigung, aber es ist es nun mal. Die Politik in meinen Augen schaut da einfach gerade zu. Ich habe noch eine Doku geschaut darüber und ich bin so entsetzt und das macht mich fassungslos. Und das ist halt nicht irgendwo ganz, ganz weit weg, was auch immer eine sehr falsche Ausrede ist. Denn wir sind alle BewohnerInnen dieser Welt und sollten gucken, dass es zumindest allen mindeststandardmäßig gut geht. Aber bei dem Thema kann man noch nicht mal sagen, es ist weit weg, denn es ist ein direkter Nachbar, eine direkte Nachbarin von dem Land, in dem wir alle leben. So viel zur Wertegemeinschaft EU. Tut die EU wirklich nichts, Michael? Was für Möglichkeiten hat denn die EU überhaupt? Also erstmal habe ich heute Nachmittag Aktivistinnen und Aktivisten im LGBTI-Bereich aus Polen getroffen, per Videokonferenz, und habe mit ihnen geredet, habe mir nochmal die Lage aus ihrer Sicht darstellen lassen, habe auch gefragt, was können wir tun, was müssen wir tun, wo ist Solidarität und konkretes Handeln gefragt. Ich muss die Europäische Union da auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Die Union verfügt nur über begrenzte Möglichkeiten und sie hat auch einige genutzt. Zum Beispiel sind Fördermittel gestrichen worden für die Kommunen, die sich als LGBTI-ideologiefreie Zonen erklärt haben. Das ist aus meiner Sicht völlig unvereinbar mit europäischen Werten. Wir sprechen das auch immer wieder an.
Aber natürlich gibt es keinen Automatismus, dass öffentliche Kritik, Ansprache oder auch finanzielle Sanktionen zu dem führen, was wir uns alle wünschen. Am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns darüber auch verständigen, dass wir Solidarität üben und dass am Ende natürlich auch es für eine solche Politik keine gesellschaftlichen und keine politischen Mehrheiten mehr gibt. Dass am Ende so etwas in allen Ländern nicht mehr zum Mainstream gehört, dass das geächtet wird, dass wir eine neue Kultur entwickeln. Und das ist natürlich vor allem für diejenigen schmerzhaft, die unmittelbar von Diskriminierung, Ausgrenzung, Hass und Unterdrückung betroffen sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie spüren, sie sind nicht alleine, sie werden unterstützt. Aber die Europäische Union tut schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine ganze Menge, aber da ist der polnische Staat gefragt, das sind kommunalpolitische Entscheidungen, die sind getroffen worden. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass diese Mehrheiten verändert werden. Mehrheiten, wir brauchen Mehrheiten für Respekt, für Vielfalt, für Weltoffenheit und nicht Mehrheiten für Abschottung, Nationalismus, Rassismus und Homophobie. Tarek, wenn du jetzt stellvertretend für Michael im Rat säßest mit den 26 anderen Ministern und du hättest Gelegenheit, einen Impuls zu geben, ein Gesetz, hast du mal darüber nachgedacht, in dem Bereich, was würdest du gerne in der EU so verändern, wenn du die Gelegenheit hättest, mit den anderen da zusammenzusitzen? Das kann auch eine ganz große Frage sein, ein ganz großer Schritt. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass der EU-Rat oder das EU-Parlament einfach auch diverser aufgestellt ist. Wahrscheinlich würde ich ein paar Menschen, ich kann sie ja nicht entlassen, weil es sind ja gewählte Menschen, aber ich glaube einfach, dass auch ein großes Problem, warum gewisse Themen wie Antirassismus, Antiqueerfeindlichkeit, Sexismus, diese ganzen großen Diskriminierungsformen, warum es an vielen Stellen auch einfach so hakt, wenn es so um Entscheidungen geht, ist auch der Fall, dass PolitikerInnen auch in der EU einfach nicht divers genug aufgestellt sind. Natürlich, sie sind gewählte PolitikerInnen, aber auch unser Deutscher Bundestag besteht aus gewählten PolitikerInnen, aber es gibt eine schwarze Person dort, der war noch nie so männlich dominiert. Klar, die AfD hat da auf jeden Fall, aber auch die AfD wurde gewählt, so, ne? Es ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ich glaube einfach, dass PolitikerInnen, gerade wenn es um Entscheidungen geht, vermeintlich diskriminierte Menschen zu schützen, dann reicht es nicht aus, das einfach nur solidarisch tun zu wollen, sondern Gesetze werden schützender, wenn auch die Lebensrealitäten von den PolitikerInnen halt auch geteilt werden. Und das sehe ich halt nicht. Wenn es jetzt ein Gesetz wäre, was ich auf jeden Fall auf den Weg bringen würde, dann wäre es auch auf jeden Fall ein Gesetz, was auch Deutschland betreffen würde, denn es gibt immer noch das TSG, das sogenannte Transsexuellengesetz, und ich würde dafür sorgen, dass in keinem europäischen Land gesetzlich darüber bestimmt wird, wie eine Person ihre, seine oder wenn sie non-binär ist, die Geschlechtsidentität ausleben möchte und dass das kein Staat regeln darf, außer dass der Staat oder Staatin dafür sorgen müssen, dass Menschen frei und selbstbestimmt über ihre sexuelle Identität oder über ihr Geschlecht bestimmen dürfen. Wenn wir nochmal an die Abgeordneten im Parlament denken oder auch an unsere Regierung, wäre da eine Quote vielleicht auch, vielleicht sogar die richtige Maßnahme? Oh ja, danke Katja, dass du das sagst. Ich vergesse es immer, wie sehr ich für die Quote bin, ja. Aber meine Quote endet natürlich nicht bei der Idee von, wir brauchen jetzt mehr Frauen, sondern meine Quote setzt sich für alle Lebensrealitäten ein. Sei es Frauen, seien es trans, intergeschlechtliche Menschen, Herkunft, Behinderung, keine Behinderung. Wir brauchen eine Quote, die es schafft, unsere Gesellschaften wiederzuspiegeln. Wenn ich auf die Straße sehe, dann sehe ich ein Deutschland,
was divers ist, wo verschiedene Menschen zusammenkommen. Und das möchte ich doch gerne auch auf der politischen, natürlich auch auf der EU-Ebene sehen. Michael, wärst du für die Quote? Ist natürlich demokratietheoretisch vielleicht das schwierig, aber man muss ja voranschreiten. Ich gehöre einer Partei an, die seit 1987 eine Quote hat, nämlich eine Geschlechterquote, 40%. Wir treten fürs Paritätsgesetz ein, dass das, was wir in der Bundestagsfraktion der SPD erreicht haben, halb Männer, halb Frauen, dass wir das auch allen anderen vorschreiben im Parlament. Wenn es um die gesellschaftliche Wirklichkeit geht, halte ich das über reine Quoten alleine für wenig machbar. Also ich bin jetzt schwul, soll ich da jetzt noch in eine andere Quote kommen oder brauchen wir dann noch eine für Menschen mit Migrationshintergrund? An welchen Zahlen bemessen wir das? Ich fände es wichtig, dass wir als Parteien, die ja noch im Wesentlichen auch darüber entscheiden, wer in Parlamente geht und in Regierungen geht, dass wir viel diverser und weltoffener werden und dass wir das auch als eine Art Selbstverpflichtung nehmen. Wir müssen bunter werden. Wir müssen die gesellschaftliche Wirklichkeit besser widerspiegeln. Das halte ich für ganz wichtig. Da sind Quoten sehr, sehr hilfreich, weil ich bin ja auch ein Quotenbefürworter. Ich glaube nur, dass wir jetzt im Hinblick auf die gesamtgesellschaftliche Vielfalt nicht alles mit Quoten werden regeln können, sondern ich glaube, dass Parteien auch eine besondere Verantwortung haben, mit gutem Beispiel voranzugehen. Da widerspreche ich vehement, denn die Tatsache einfach nur zu sagen, wir sind bunt und wir wollen, ganz ehrlich Leute, ich meine, seit wie vielen Jahrzehnten gehen FeministInnen oder feministische Bewegungen für genau diese Dinge auf die Straße? Und seit wie vielen Jahrzehnten ändert sich einfach nichts daran? Die Tatsache auch, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland immer noch nicht legal sind, das ist, dafür sind in den 70ern schon Frauen und andere Menschen auf die Straße gegangen. Und das führt dazu, und das Ergebnis ist einfach, dass sich nichts ändert, weil Macht nicht gleichmäßig und fair verteilt ist. Und die, die die Macht haben, sind halt einfach primär immer noch weiße Männer. Und die bestimmen darüber, wie eine Frau oder eine Person, die gebären kann, ob das jetzt legal ist oder wie auch immer und ab wann und ab wann halt nicht. Und das darf nicht passieren. Und deswegen brauchen wir Quoten. Denn die Machtabgabe regelt sich nicht von alleine. Und ich bin für eine Quote auf allen Ebenen. Denn sonst ändert sich nichts. Die Tatsache, dass ein schwarzer Mensch in Deutschland im Deutschen Bundestag sitzt, ist einfach nur ein Trauerspiel. Und es zeigt, dass wir Quoten so krass brauchen. Vielen Dank, Tarek. Ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren das in der EU vielleicht sogar auch erleben werden. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich muss jetzt leider hier cutten, denn wir haben versprochen, alle haben 20 Minuten und mir wurde schon gesagt, wir sind über der Zeit. Vielen lieben Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Und ich würde jetzt mal den Baran Küçük zu mir bitten, der einmal mit dir den Platz swiped, wie auch immer. Baran, ich begrüße dich ganz herzlich für das zweite Panel zum Thema Freiheit und Selbstbestimmung im Netz. Du studierst Jura an der Universität Köln, bist kurz vor deinem Abschluss, bist auch Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung und Sprecher des Arbeitskreises Europa und sogar auch bei den jungen europäischen Föderalisten engagiert. Wie können wir denn die EU für das digitale Zeitalter rüsten? Artikel 17 ist ja sehr häufig in der Debatte. Wie stehst du dazu? Was würdest du dir wünschen? Ich würde mir zunächst wünschen, dass man auf die jungen Leute hört. Wir hatten im letzten Jahr, hat man ja die DSM-Richtlinie, wo unter anderem Artikel 13 drin gewesen ist. DSM-Richtlinie, kannst du noch mal kurz für alle erläutern? Das ist die Digital Single Market Richtlinie, auch in Deutschland als Urheberrichtlinie bekannt. Damit wollte die Europäische Union den Versuch unternehmen, das Urheberrecht an die Herausforderung des 21. Jahrhunderts anzupassen. Weil wir haben aktuell einen Rechtsrahmen, der ist noch aus den Anfangszeiten der 2000er. Und in diesem Zusammenhang hat man den Artikel 13 damals als Entwurf vorgelegt, der ist jetzt der Artikel 17. Also viele kennen den Artikel 17 noch als Artikel 13. Und da sind fast 500.000 Menschen in der EU auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren und einzufordern, dass man da in diesem Entwurf noch Veränderungen vornimmt, die dafür sorgen, dass wir Uploadfilter verhindern. Tatsächlich hat man noch Veränderungen in dem Entwurf durchgeführt. Die haben allerdings nicht dazu geführt, dass die Uploadfilter, die gerade sehr umgestritten gewesen sind,
aus diesem Entwurf genommen worden sind. Und jetzt sind wir dabei, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Richtlinien gelten ja nie unmittelbar in den Mitgliedstaaten, sondern bedürfen immer einer Umsetzung. Und dabei hat der Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten immer einen beschränkten Gestaltungsspielraum und den versucht man eben auszunutzen. Was Deutschland gemacht hat, ist zu sagen im Rat, wir stimmen zu, wir finden das aber, so wie ich zumindest die Protokollerklärung gelesen habe, nicht richtig. Wir wollen das gerne umsetzen ohne Uploadfilter. Und im Juli wurde jetzt ein Gesetzentwurf von Christina Lambrecht, unserer Justizministerin, vorgelegt und der Entwurf enthält Uploadfilter. Man sieht aber die Bemühungen der deutschen Bundesregierung, der Justizministerin, das zu entschärfen. Allerdings muss man ja, wenn man eine Richtlinie umsetzt, sich auch an einem Rahmen orientieren. Und dieser Rahmen gibt nun mal nur Uploadfilter her. Michael, du bist ja, wie ich auch, nicht so der Digitalexperte, würde ich sagen. Ich stecke auch nicht ganz so im Digitalen drin. Wie ist denn da gerade die Debatte? Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Ich habe damals, als wir darüber gestritten haben, und es war ja auch ein Thema, was in der SPD hochkontrovers war, vor allem auch mit vielen Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Künstlern zu tun gehabt, in ganz Europa, die dazu eine ganz andere Haltung hatten, weil es vor allem auch darum ging, dass in einer digitalisierten Welt ihre künstlerischen Aktivitäten, ihre Produkte, ihr Engagement entsprechend auch gewürdigt werden. Und da ist eine Regelung gefunden worden, die in Teilen Europas bei vielen jungen Leuten auf massiven Widerstand stieß. Wir haben in der Regierung damals auch massiv gestritten und jetzt geht es, so wie es Baran auch beschrieben hat, um die nationale Umsetzung. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, wo wir, sagen wir mal, auch einen kleinen Versöhnungsbeitrag leisten können, weil ich es schwierig finde, Entscheidungen zu treffen, die eine Gruppe, die auch nicht, gerade auch in Corona-Zeiten, nicht besonders stark beseitet ist, nämlich kreative, kulturschaffende Künstlerinnen und Künstler, dass man die gegenüber legitimen Interessen auf Freiheit und Vielfalt auch im Netz, dass man das gegeneinander ausspielt. Da wünsche ich mir eine vernünftige Lösung, da sind wir gerade dran und da bemüht sich auch Christine Lambrecht sehr engagiert. Aber auch das macht deutlich, und das ist ja auch das Wesen einer Richtlinie, dass wir das alleine nationalstaatlich nicht regeln können. Und deswegen werbe ich auch mal dafür, auch gegenüber den Kritikerinnen und Kritikern, die sagen, Europa baut doch da nur Mist. Mhm. Ja, natürlich sind das immer auch Entscheidungen, die auf Mehrheit beruhen und die einen gewissen Konsens voraussetzen, also eine gewisse breite Mehrheit voraussetzen. Aber wir brauchen ein Mindestmaß an Regulierung und Verständigung auf europäischer Ebene. Und dann müssen wir sehen, ob wir dann halt nationalstaatlich diesen Rahmen nochmal entsprechend ausfüllen. Aber wenn jeder seins macht, wenn jede ihres macht, dann ist Europa weitgehend handlungsfähig, zumal wir natürlich hier einen Bereich haben, wo vieles auch geregelt und vorgegeben wird, überhaupt nicht mehr von Europa, sondern aus dem asiatischen Bereich oder aus dem amerikanischen Bereich. Also die Regulierung der großen Digitalkonzerne ist für Europa nur begrenzt möglich. Die sitzen in den USA. Die sitzen teilweise inzwischen in China und die Europäische Union spielt sich dann auch gegenseitig aus, indem die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Regeln haben, zum Beispiel auch im Steuerrecht. Der bekannte Fall mit Irland ist das doch, ne? Wo die vor allem Apple, Amazon da ziemlich gute Rabatte geben. Ist denn da eine Lösung in Sicht? Ja, ich hatte gerade diese Woche ein Telefonat mit unserem Datenschutzbeauftragten des Bundes, mit meinem ehemaligen Kollegen Uli Kelber, der das auch nochmal angemahnt hat. Er sagte, es kann nicht angehen, dass bestimmte Regeln, auf die wir uns verständigt haben in der EU, von bestimmten Staaten nicht eingehalten werden, weil sie sich damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen versuchen, indem sie sagen, wir regulieren diese Märkte kaum und das ist für uns dann so attraktiv, dass die Konzerne ihre Hauptsitze, ihre Europasitze dann eben dahin verlagern, wo sie damit rechnen müssen, kaum reguliert zu werden. Und das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel. Die EU hat ja schon auch die Kompetenz im Bereich Wettbewerbsfähigkeit, aber im Bereich Steuern ja ist es sehr national geregelt. Das heißt, wie kommen wir jetzt vom nationalen Steuerkompetenzbereich auf den, also wie schaffen wir da den Wechsel, dass wir das EU-weit auch wirklich besteuern können? Derzeit arbeiten wir mit legalen Tricks. Das ist einmal die verstärkte Zusammenarbeit. Staaten können beispielsweise in der Steuerpolitik zusammenarbeiten, auch dann, wenn nicht alle mitmachen.
Die gehen also voran und versuchen deutlich zu machen, dass es geht, dass es funktioniert. Dann haben wir natürlich auch in diesem Bereich momentan auch eine Chance über ganz neues EU-Recht, was wir schaffen. Es geht um die sogenannten Eigenmittel der EU. Das sind im Prinzip Steuern und Einnahmen, Abgaben, über die die Europäische Union direkt selbst verfügen kann. Wir fangen jetzt mit der Plastikbesteuerung an, die ja auch eine ordnungspolitische Aufgabe hat, um eben das Aufkommen von nicht recyceltem Plastik zu verringern. Und die Fragen von Digitalisierung, und Fragen der von Besteuerung, also Digitalsteuer, das ist etwas, was auch kommen soll auf europäischer Ebene. Derzeit hat jetzt Frankreich gerade mal eine Digitalbesteuerung eingeführt, aber auch im Wissen darum, dass es eigentlich auf nationaler Ebene kaum Möglichkeiten gibt, die digitale Welt so zu besteuern, dass es auch einen regulierenden Faktor hat und dass es auch fair und gerecht und transparent zugeht und dass entsprechende Datenschutzinteressen oder auch Gerechtigkeitsinteressen in der Steuerpolitik, dass die angemessen gewürdigt werden. Da direkt nochmal eine Frage, die auch an dich gerichtet wurde, Baran. Wie hätte man in Artikel 17 ohne Uploadfilter regeln können, fragt sich jemand, der oder die gerade zuschaut. Ja, was kann man da machen? Also es gab Vorschläge, die auch an die EU-Kommission gerichtet worden sind, wie man eine Urheberrechtsregelung schaffen kann, die nämlich tatsächlich diesen Bogen schlagen kann, dass wir Kreative, die eben Rechteinhaber dieser Inhalte sind, tatsächlich an dieser Wertschöpfung, die YouTube und Facebook betreiben, beteiligen können. Und dazu muss man zunächst sehen, welche Rechtslage wir zurzeit haben. Wir haben noch die InfoSec-Richtlinie, das ist die Information Society-Richtlinie, nach dessen Artikel 14 ist es so, dass es ein Host-Provider-Privileg gibt. Bedeutet, Facebook und YouTube haften nach europäischem Recht nur dann, wenn sie Kenntnis haben oder fahrlässige Unkenntnis von der Rechtswidrigkeit dieses Inhalts. Bedeutet, man muss dann als Rechteinhaber immer eine Notice an YouTube richten. Da ist jemand, der hostet mein urheberrechtlich geschütztes Gut, bitte entfernen Sie das. Und erst dann, wenn die das nicht unverzüglich tun, haften sie. Bedeutet, man hat aktuell keine andere Handhabe, außer die auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Und was Artikel 17 jetzt anders macht, ist zu sagen, wir schreiben diese Handlungen des öffentlichen Zugänglichmachens, des Uploads, diesen Plattformen zu, sodass die sozusagen auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden können. Und anstelle von Artikel 14 tritt jetzt Artikel 17 Absatz 4, wo drei Anforderungen herausgeformt worden sind, die eben an zweiter Stelle auch die Upload-Filter verbindlich machen. Bedeutet also, in erster Linie muss YouTube dafür sorgen, Lizenzen einzuholen für alle möglichen denkbaren Inhalte. Im deutschen Entwurf wurde das übrigens etwas präzisiert, weil es ist doch klar, dass es nicht möglich ist, beziehungsweise eine Sisyphus-Arbeit, alle denkbaren Inhalte zu lizenzieren. Das ist schlichtweg unmöglich. Und an zweiter Stelle muss dann, wenn eben keine Erlaubnis vorliegt, der rechte Inhaber nicht mehr eine Notice an YouTube richten, sondern YouTube muss dafür sorgen, dass das eben nicht mehr hochgeladen werden kann und auch nicht zugänglich gemacht werden kann. Der Vorschlag, der gemacht worden ist, ist diese Regelung nicht so zu gestalten, sondern zuzulassen, dass solche Inhalte tatsächlich hochgeladen werden können, aber das mit pauschalen Abgeltungen zu lösen. Bedeutet, immer dann, wenn YouTube ein Video veröffentlicht von Nutzerinnen und Nutzern, das ein urheberrechtlich geschütztes Gut enthält, dass dann eine Abgabe geleistet wird an die Verwertungsgesellschaften. Das kann beispielsweise die GEMA sein, die dann wiederum aber die Rechteinhaber beteiligt. Und was ganz wichtig ist, bei dieser Debatte wird immer wieder vergessen, dass wir uns alle einig sind, dass wir die Kreativen tatsächlich an diesen Werbeeinnahmen von YouTube beteiligen müssen. Also da spricht niemand dagegen. Niemand ist auch dagegen, Kreative tatsächlich an ihrem Schaffen zu beteiligen. Sondern die Frage ist, wie gestaltet man das Ganze? Und so wie es die EU-Kommission angedacht hat und so wie es dann auch am Ende im Rat besprochen worden ist, und auch im EU-Parlament gewesen ist, ist das sehr unglücklich gewesen. Ich finde, man hätte das übrigens mit Pauschalabgeltungen lösen können. Im deutschen Gesetzesentwurf hat man sich übrigens dem angenähert. Es gibt nämlich jetzt im Entwurf, der im Juli vorgestellt worden ist, die Möglichkeit des Pre-Flaggings. Bedeutet, ein Nutzer von YouTube oder Facebook kann einen betreffenden Inhalt markieren, dahingehend, dass er gesetzlichen Schranken unterfällt. Also man muss
das Urheberrecht sich als ein Exklusivrecht vorstellen. Wenn ich etwas schaffe, habe ich das Recht daran, das zu veröffentlichen, das zu veräußern. So, jetzt gibt es Schranken, beispielsweise das Zitatrecht. Ich kann jemanden zitieren, das ist dann erlaubt, weil man letzten Endes Grundrechtskollisionen dadurch auflöst, indem man gesetzliche Schranken schafft. So, das hat man jetzt auf EU-Ebene, und das muss man an dieser Stelle auch anmerken, harmonisiert, indem man gesagt hat, wir wollen, dass jetzt europaweit jeder Nutzer sich auf das Zitatrecht berufen kann, auf das Pastiche-Recht, auf das Kritikrecht. Und das ist eine große Errungenschaft, weil das nämlich nie europaweit geregelt worden ist. Gleichzeitig hat man aber nicht bedacht, dass diese Upload-Filter es nicht schaffen, die Zusammenhänge, in denen Inhalte dargestellt werden, auch urheberrechtlich geschützte Inhalte, dass die das eben nicht unterscheiden können. Wann liegt eine gesetzlich erlaubte Nutzung vor und wann nicht? Bedeutet, dass Upload-Filter durchaus hergeben können und diese Inhalte entfernen können, die tatsächlich gesetzlich erlaubt sind. Und das ist ein krasser Einschnitt in die Kommunikationsfreiheiten der Nutzerinnen und Nutzer. Und das muss man bei dieser Diskussion immer im Hinterkopf bewahren. Und ich habe das Gefühl, dass das zu kurz geraten ist, als man über diese Richtlinie und die Entstehung nachgedacht hat. Und was würdest du Michael jetzt mitgeben, wenn er nächstes Mal unseren Digitalminister trifft? Was soll der dann jetzt versuchen, in den nächsten 3 Monaten noch durchzubringen? Also erstmal möchte ich ein positives Feedback mitgeben, zumindest an die deutsche Bundesregierung. Man sieht wirklich, die deutsche Bundesregierung bemüht sich, hier eine Umsetzung zu betreiben, die NutzerInnenrechte nicht außen vor lässt. Wir sehen aber auch in anderen Mitgliedstaaten Tendenzen, beispielsweise in Frankreich und in den Niederlanden. Die Niederlande haben übrigens im Rat dagegen gestimmt, die das aber gleich umgesetzt haben und dabei Artikel 17 unverändert übernommen haben, nahezu unverändert, dass dort eben die Tendenzen da sind, dass die NutzerInneninteressen tatsächlich außen vor bleiben. Und mein Appell an Michael Roth wäre, dass wir tatsächlich diese EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um mit den anderen Mitgliedstaaten über eine nahezu einheitliche Umsetzung nachzudenken, zumindest damit wir in der gesamten Europäischen Union garantieren können, dass NutzerInneninteressen nicht zu kurz kommen. Reichen da die 3 Monate noch aus, Michael? Kriegen wir das noch hin? Oder müssen das die Portugiesen und die Slowenen in der Trio-Ratspräsidentschaft machen? Also wenn es immer nur unser Anspruch wäre, dass wir das wirklich auch promovieren, was wir zu Ende bringen können, dann würden wir fast gar nichts machen können, weil die europäische Demokratie braucht immer auch ein bisschen Zeit. Und das geht nicht innerhalb von 6 Monaten. Aber wenn wir jetzt einen Anstoß liefern und wenn wir uns auch kräftig bemühen und wenn wir die Dinge voranbringen, dann haben es die nach uns folgenden Präsidentschaften, also die Portugiesinnen und Portugiesen und dann auch Slowenien und dann auch Frankreich, viel leichter. Deswegen hat das für mich erstmal jetzt gibt es für mich keinen Grund, der etwas in der zeitlichen Befristung der Präsidentschaft liegt, zu sagen, wir machen es deshalb nicht. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, Covid-19, die Pandemiebekämpfung, die massiven sozialen und wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen, die liegen wie so ein Damoklesschwert über allem. Und wenn wir diese Fragen nicht halbwegs vernünftig lösen, dann kommen auch viele Dinge nicht zurecht. Also wir haben zum Beispiel ein massives Problem. Ich will das überhaupt nicht, ich will hier überhaupt nichts verteidigen, ich will es nur erläutern. Aber wir leiden momentan insofern unter Covid-19, dass wir nur noch sehr, sehr wenige Treffen physisch stattfinden lassen können. Und wenn wir wirklich vorankommen wollen im Ministerrat, und dann brauchen wir physische Treffen, wo die Kolleginnen und Kollegen an einem Tisch sitzen, wo man sich in die Augen schaut, wo man verhandeln kann. Das kriegt man allein über Videokonferenz nicht hin. Und ich habe jetzt gerade 2 Erfahrungen gemacht. Eine Ratssitzung, die ich geleitet habe, digital, also als Videokonferenz, und die andere in der vorletzten Woche in Brüssel wird physisch. Das war ein Riesensprung nach vorne, weil man dann wirklich auch substanziell vorankommt. Und ganz, ganz viele Ratssitzungen und die Gremiensitzungen, die unterhalb der Räte, also wo die Ministerinnen und Minister zusammenkommen, die mussten abgesagt werden. Also da findet nichts statt außer Videokonferenzen. Und das macht es derzeit verdammt schwierig. Da gab es noch eine Frage in einem Chat. Da fragt jemand, wie kann eine europäische Digitalsteuer denn aussehen und was soll sie regulieren? Die Frage geht an dich, Michael. Hier geht es vor allem um Gerechtigkeit. Das Steuersystem orientiert sich normalerweise daran, wo wird denn produziert? Wo hat ein Unternehmen seinen Sitz? Das ist natürlich bei Digitalkonzernen, die ja maßgeblich vom Konsum leben, ungleich schwieriger.
die sind ja nicht, da wird ja nicht an einem Ort produziert, wo die zum Beispiel ihren Hauptsitz haben. Die haben ihren Hauptsitz in Irland, zahlen dort ganz, ganz niedrige Steuern, erwirtschaften aber mit dem Konsum und mit ihren Produkten Milliardengewinne, die nirgendwo versteuert werden. Also sie zahlen nur einen klitzekleinen Beitrag und das finde ich ungerecht gegenüber jeder Würstchenbude, gegenüber jedem Handwerksbetrieb, die für das, was sie produzieren, für die Leistungen, die sie erbringen, eine Steuer zu zahlen haben, die mehr oder weniger gerecht ist. Und so etwas kann man nur europaweit lösen, dass wir also über eine Digitalbesteuerung es schaffen. Eigentlich bräuchten wir eine weltweite, eine internationale Regelung, von der sind wir aber Lichtjahre entfernt. Deswegen brauchen wir zumindest eine Digitalbesteuerung, die das wirtschaftliche Engagement, auch den Konsum von solchen Digitalkonzernen in ganz Europa unabhängig von ihrem Hauptsitz besteuert. Und dafür setzen wir uns ein. Denn diese Konzerne verdienen wahnsinnig viel Geld, aber sie werden von der solidarischen Verantwortung für die Finanzierung unseres Gemeinwesens, für den Klimaschutz, für das soziale Miteinander, für Innovation, für Kultur, für vieles andere, für Gesundheit, davon werden die gar nicht belangt. Und das geht so nicht und deswegen brauchen wir da eine europäische Digitalsteuerung. Also es geht hier weniger um was Ordnungspolitisches, wie bei der Plastiksteuer. Also eigentlich wollen wir ja möglichst wenig Einnahmen über die Plastiksteuer haben, weil wir am Ende ja die Recyclingquote erhöhen wollen, damit Firmen ganz legal die Plastiksteuer umgehen können. Das ist ein ordnungspolitischer Ansatz. Den haben wir hier natürlich nicht, weil wir eigentlich wollen, dass diese Konzerne, die sehr reich sind, und die kaum Steuern zahlen, endlich auch ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten. Für uns alle. Die Kommission ist ja fest entschlossen, das kommende Jahrzehnt zur Digital Decade zu machen. Baran, was würdest du sagen, was sind denn da für die Zutaten? Eine Zutat, haben wir gerade gehört, wäre schon mal eine Digitalsteuer. Aber auch gerade, wenn wir auf den Binnenmarkt schauen, ja, wo wir verschiedene Grundfreiheiten haben, würdest du sagen, die EU muss noch irgendwie Vorbild, in, auch gerade was auch vielleicht Data betrifft, werden? Was wäre deine Zutat? Also, dass wir in dem Bereich definitiv etwas tun müssen, ist, glaube ich, klar. Das hat sich spätestens seit der Corona-Pandemie deutlich gemacht. Was ich mir wünsche, ist, dass wir in Europa die Rahmenbedingungen schaffen, die es erlauben, dass wir aus eigener Kraft digital souverän werden. Damit wir eben nicht nur auf Unternehmen aus dem Silicon Valley angewiesen sind, sondern dass wir hier in Europa tatsächlich Innovation fördern und auch dafür sorgen, dass Start-ups hier Fuß fassen und tatsächlich Existenzgründungen geschehen. Wenn ich mir den Markt anschaue, dann fallen mir ganz wenig deutsche und europäische Unternehmen ein, die gerade so neue Technologien schaffen, die tatsächlich auch in jedermanns Munde sind. Deshalb plädiere ich stark dafür, in der EU die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass man sowas entstehen lassen kann. Und damit garantiert man auch gleichzeitig, dass man tatsächlich ordnungspolitisch durchgreifen kann. Weil unser Problem ist ja, dass viele Unternehmen, die gerade in diesem digitalen Bereich hier in Europa sich niederlassen und auch Nutzerinnen und Nutzer in Europa und in der Europäischen Union haben, dass wir dort eben das europäische Gesetz nicht durchsetzen können. Das ist natürlich anders, wenn die sich hier tatsächlich ansiedeln, beziehungsweise ihren Hauptsitz in Deutschland oder in der EU haben. Meinst du, Michael, abschließende Frage zu diesem Themenkomplex, dass wir in der nächsten Digital Decade so weit sind, dass wir tatsächlich diese Unternehmen hier auch in Europa, in der EU ansässig werden lassen können? Das hängt von der Kreativität und vom Ideenreichtum unserer Leute ab. Es ist traurig, weil wir jahrzehntelang, jahrhundertelang es auch gewohnt waren, dass viele gesellschaftliche Fortschritte, auch wesentliche Elemente der industriellen Revolution beispielsweise, von Europa ausgingen. Und jetzt erleben wir, dass viele Innovationen, die für uns inzwischen selbstverständlich geworden sind, und das ist nun mal die digitale Welt, dass die Innovationen überhaupt nicht von Europa ausgehen und dass die Plattformen, dass was die Anwendernutzung noch praktikabler macht und was auch zu einem wahnsinnigen Massenkonsum, aber auch zu einer großen Teilhabe führt, zu einer ganz, ganz großen Teilhabe führt, dass es eigentlich von Europa aus weder gesteuert wird, noch dass es von Europa aus kreiert wird,
So, und deswegen müssen wir eigentlich so einen ganz selbstbewussten Anspruch haben, und da bin ich ganz bei Baran, es geht um Souveränität, dass wir auch schauen, kriegen wir es mit eigenen Mitteln hin, in den zentralen Fragen, wir wollen ja nicht den freien und fairen Handel außer Kraft setzen, aber dass wir in den zentralen Fragen auch aus eigenen Kräften heraus etwas Tolles, Innovatives entwickeln können. So wie wir ja auch lange Benchmark waren in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Weltoffenheit. Wir haben gesagt, wir stehen für das Projekt, was Demokratie, Weltoffenheit und Rechtsstaatlichkeit, aber auch gleichzeitig Sicherheit, Stabilität und Wohlstand für ganz, ganz viele garantiert. Und dieses Projekt Europa, das ist unter einen derartigen massiven globalen Druck geraten, dass inzwischen es eben auch andere Anbieter gibt, die versprechen Wohlstand, die versprechen Sicherheit, aber die versprechen eben weder Vielfalt noch Weltoffenheit, noch versprechen sie Demokratie und individuelle Menschenrechte. Und das sollte eigentlich ein Fanal für uns sein, dass wir daraus auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Das geht aber nur mit tollen Leuten wie Baran und anderen klugen Menschen, die einfach was drauf haben und die sagen, ich fühle mich hier in Europa so wohl, dass Europa genau die Heimat ist, die ich brauche, um meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich muss nicht da irgendwie in Silicon Valley oder sowas gehen. Ich finde es hier. Ich kann mich hier austoben. Okay, Appell an alle, die zuschauen. Ihr seid auch angesprochen, was das betrifft. Vielen Dank, Baran, dass du heute bei uns warst. Ich werde als nächstes Quang Pasch begrüßen für das dritte Panel zum Thema Umweltschutz, Green Deal und die Zukunft unseres Wirtschaftens und Lebens. Quang, du bist Klimaaktivist bei Fridays for Future. Ich habe dich schon ein paar Mal auf großen Bühnen gesehen, wo du vor über 100.000 Menschen gesprochen hast. Ihr habt ja gerade letzten Samstag 200.000 Menschen auf die Straße gebracht. Du bist der Pressesprecher hier aus Berlin, bist von Anfang an Dezember 2018 dabei und studierst mittlerweile auch an der FU Politikwissenschaften und Biologie. Ihr sagt, Fridays for Future gibt so lange nicht nach, bis die Bundesregierung ihrer globalen Verantwortung gerecht wird und bis sie den Kohleausstieg auch schnell und sozialverträglich durchsetzt. Die Bundesregierung hat bisher eurer Meinung nach versagt. Wir brauchen einen Neustart im Klimaschutz. Wie fühlst du dich denn jetzt in Streikwoche 111? Gerade auch so mit Blick auf den European Green Deal. Die 55% haben wir in der Rede vor zwei Wochen von Ursula von der Leyen gehört. Reicht das aus, um dem Klima wirklich oder das Klima tatsächlich zu retten? Kurze Antwort: Nein, es reicht nicht aus. Also wenn wir uns anschauen, dass wir jetzt die EU-Ratspräsidentschaft innehaben und wenn wir uns anschauen, dass wir natürlich nicht nur kommunal und auch nicht nur deutsche Lösungen finden müssen für den Klimaschutz, sondern auch europäische Lösungen finden müssen, dann müssen wir ganz klar als Bewegung, aber auch als Sprache oder Wissenschaft sagen, dass es nicht ausreicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie, wir haben das Rad nicht neu erfunden, wir sind nicht die KlimaexpertInnen, sondern wir verstehen uns als Sprache oder Wissenschaft. Und der IPCC-Report hat gesagt, Europa steht in einer Verantwortung, der wir gerecht werden müssen gegenüber den globalen Süden, gegenüber den Ländern, die sich das nicht leisten können. Und die EU muss ihre Emissionen auf 80% sinken, weil sonst werden wir weder unsere Klimaziele einhalten, noch werden wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, noch werden wir der Verantwortung gerecht gegenüber den globalen Süden und den Menschen, die jetzt schon drunter leiden. Michael, wärst du 30 Jahre jünger, wärst du auch damals hier gesessen anstelle von Quan und hättest dich fürs Klima engagiert? Bist du vielleicht sogar regelmäßig auf Fridays for Future Demonstrationen? Wie stehst du zu dem Thema? Und wann wurde auch vor allem Klima für dich, sag ich mal, also ich finde das irgendwie merkwürdig, so als sei Klimaschutz nur ein Thema für junge Menschen. Ich denke mir, das ist genauso auch für alte Menschen. Das ist ich finde, es gibt Themen, da interessiert es mich überhaupt nicht, ob jemand 15, 16 oder 87 Jahre alt ist. Also du hättest hier gesessen und würdest heute auch hier sitzen? Das weiß ich nicht. Ich komme vom Dorf. Ich hatte damals ganz andere Probleme gehabt, aber ich bin damals auch unter anderem in der SPD aufgestanden, weil wir damals für den Atomausstieg gestritten haben. Und das war damals in Hessen, in meiner politischen Heimat, ein ganz zentrales Thema. Und ich bin in die SPD eingetreten, als wir zum ersten Mal die Wahl verloren haben. 1987 hatte die SPD mit Pauken und Trompeten die Wahl verloren. Das rot-grüne Projekt ist gescheitert. Schwarz-gelb kam ins Amt. Und da habe ich mir gesagt, das darf jetzt mit dem Atomausstieg nicht einfach so beendet sein. Jetzt müssen wir kämpfen, dann muss ich auch meine eigene Verantwortung übernehmen. Ich muss mehr tun. Deswegen habe ich gesagt, gehe ich in die SPD. Es war einer von ganz, ganz vielen Gründen, warum ich Sozi geworden bin. Wobei ich mir jetzt als Arbeiterkind auch nicht hätte vorstellen können, in die CDU einzutreten. Auch nicht zu den Grünen, das muss ich auch sehr deutlich sagen. Die sind mir viel zu postmaterialistisch. Das ist nicht meine Heimat. Deswegen finde ich das auch blöd,
wenn man Klimaschutz ohne soziale Komponente definiert. Deswegen freue ich mich auch erstmal, dass Quang zwei Punkte benannt hat. Zum einen, glaube ich, geht es darum, dass wir als hochindustrialisiertes Land anderen in der Welt Mut machen. Deutschland muss immer vorangehen, auch in Sachen des Klimaschutzes. Denn einer der Gründe, warum Nationalisten und Populisten Wahlen gewinnen, so wie Donald Trump, ist der Satz, Klimaschutz ist ein Jobkiller. Und wenn Menschen Angst vor Arbeitslosigkeit haben, dann interessieren sie sich nicht sonderlich für Klimaschutz. Und wir müssen zeigen, dass eine sozialökologische Transformation, und das haben wir als Jusos schon gefordert, als ich bei den Jusos war, hieß das so sozialökologischer Umbau unserer Gesellschaften. Und für uns war Umwelt immer, im Gegensatz zu Kommunisten und Marxisten, auch in meiner eigenen Partei, niemals ein Nebenwiderspruch, sondern, oder genauso wenig wie Geschlechtergerechtigkeit, war kein Nebenwiderspruch, sondern für uns waren das ganz zentrale Fragen und nicht nur der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Das war nicht der Hauptwiderspruch. Insofern habe ich mich immer von marxistischer Interpretation unterschieden und bin deshalb immer ein Reformsozialist gewesen und nie ein dogmatischer Marxist. Das will ich hier auch mal erklären. Also das waren damals schon die Fragen. Sicherlich nicht so bezogen auf den Klimaschutz. Aber wenn so ein Typ wie der Trump die Wahl gewinnt mit dem Satz, Klimaschutz ist ein Jobkiller, weil er die ganzen Verängstigten abholt, da wo sie stehen, dann müssen wir deutlich machen, Klimaschutz hat eine ganz starke soziale Komponente. Und das hat Quang gesagt. Und zum anderen finde ich es auch wichtig, dass wir jetzt auch die Ratspräsidentschaft nutzen, um ein paar Pflöcke einzuschlagen, dass es nicht nur Reden sind, wie bei Frau von der Leyen, die wir im Außenministerium, die ich persönlich teile, also ich teile ihre Forderung. Wenn du jetzt hier den Wirtschaftsminister der Bundesrepublik sitzen hättest, der würde das nicht teilen. Darüber streiten wir auch in der Regierung. Und das finde ich ist auch ganz normal, dass man darüber diskutiert. Aber wir haben uns in unserer Ratspräsidentschaft für Klimaschutzinstrumente eingesetzt. Die gibt es weder auf der lokalen, noch auf der regionalen Ebene, noch im Land Berlin, noch in Deutschland, noch in irgendeinem anderen europäischen Land. Wir haben gesagt, der Haushalt der EU bekommt ein ganz klares Klimaschutz-Mainstreaming. Wir haben gesagt, 30% der Ausgaben der EU müssen an den Klimaschutz gekoppelt werden. Im Agrarsektor sind es 40% der Ausgaben. Und jetzt diskutieren, verhandeln wir gerade mit dem Europäischen Parlament, wie man dieses Ziel für die nächsten Jahre so verbindlich machen kann, dass Quang jedes Jahr mit seinen Aktivistinnen und Aktivisten die Möglichkeit hat, ganz transparent Einsicht zu nehmen und zu schauen, sind die Ziele denn erreicht worden oder ist das eigentlich nur eine große Mogelpackung? Das diskutieren wir gerade. Aber die Ziele sind doch gar nicht ausreichend, wie Quang gerade meinte, also 30-40%, das klingt natürlich gut und viel, aber Haushalt, wenn wir uns den IPCC-Bericht Haushaltsausgaben anschauen, ja, aber auch im Wiederbauaufplan. Willst, willst du, dass wir 100% für Klimaschutz ausgeben? Also ich frage mich, wieso muss ich noch hier sitzen? Also wieso müssen junge Menschen seit fast 2 Jahren mit Fridays for Future auf die Straße gehen und Demokratie leben? Wieso müssen junge Menschen ihre Kapazitäten zeitlich und mental dafür aufnutzen, dass sie nicht in der Schule sind, dass sie nicht im Studium sind, in der Ausbildung sind oder, sondern auf die Straße gehen müssen, um einfach nur Menschenrechte und die Lebensgrundlage und existenzielle Grundlage unserer Menschheit zu erhalten? Also wir haben das Rad nicht neu erfunden. Die Wissenschaft war seit 40 Jahren davor. Und zu sagen, ich damals bei den Jusos habe das und das schon gefordert, dann würden wir hier nicht sitzen. Also ich bin in einer Generation, ich wurde geboren und ich kenne nichts anderes außer Merkel. Ich kenne nichts anderes außer eine Koalition mit der SPD, mit den Sozialdemokratinnen und Demokraten. Ich kenne nichts anderes. Und wenn wir auf die realpolitischen Maßnahmen schauen, die jetzt seit Fridays for Future da sind, sehen wir auch, dass diese so tolle soziale Frage gar nicht angegangen worden ist. Also die Menschen, die Kohlekumpel, die ganzen Menschen, die in diesen Industrien, in diesen fossilen Arbeitsbereichen arbeiten, werden kaum entschädigt. Sondern die, die entschädigt werden, sind die Kohlebosse, sind die Kohlekonzerne, sind die Menschen, die eh schon das Geld haben und die Menschen ausbeuten, die darunter leiden, in prekären Lebenssituationen leben. Und ich sehe auch nicht eine Forderung nach Klimagerechtigkeit. Also klar, wir brauchen soziale Gerechtigkeit hier in Deutschland, in Europa. Wir müssen aber auch nicht vergessen, dass unser Konsum und unser Wohlstand darauf basiert, dass Menschen im globalen Süden ausgebeutet werden, dass Menschen dort unter menschenfeindlichen Bedingungen arbeiten müssen und dass wir keinen Klimaschutz betreiben dürfen in Deutschland, in Europa, der darauf basiert, dass wir sagen, jetzt haben wir unsere Emissionen gesenkt, jetzt haben wir tolle neue Technologien, aber letztendlich wird es die Frau nähen, letztendlich wird es das Kind in der Kohlemine oder aus irgendwelchen anderen Ressourcen für uns abbauen, weil dann haben wir in Europa tollen Klimaschutz, aber wir dürfen diesen Klimaschutz nicht nur für Europa haben, wir müssen diesen Klimaschutz für alle haben. Und deswegen sehe ich weder die Lenkungswirkung mit dem europäischen Handel
Emissionshandel, noch sehe ich da irgendeine Lenkungswirkung auf Bundesebene oder Kommunalebene. Und da sehe ich die Verantwortung jetzt in der EU-Ratspräsidentschaft, dass wir mit unserer ach so tollen Klimakanzlerin endlich mal da Bewegung reinbringen und diesen Diskurs nicht nur anregen und diesen Diskurs führen, sondern auch umsetzen. Wir haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben in der Pandemie gezeigt, dass auf die Wissenschaft gehört werden kann, dass wir trotzdem demokratisch sein können und dass wir sowohl Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen können. Das ist doch nicht irgendwas, was nur die Politik regeln kann, was nur die Wirtschaft regeln kann oder die Zivilgesellschaft oder irgendwelche jungen Aktivistinnen auf der Straße, die das weder studiert haben, noch in den Gremien sitzen, noch am Hebel der Macht sitzen. Wir sind nur Demokratinnen und Demokraten, die nicht wählen können. Und deswegen sagen wir ganz klar, auf die Wissenschaft muss gehört werden. Die ganzen Bereiche müssen zusammen gesehen werden und zusammen gedacht werden. Und für die Wirtschaft müssen Rahmenbedingungen gegeben werden, die auch ganz klar sagen, so und nicht anders. Und ich meine, wenn wir jetzt schauen, in der Pandemie, Präsident Macron hat gesagt, okay, Air France, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr eure Emissionen senkt. Wieso hat das Deutschland nicht gemacht? Wieso gibt es keine europäischen Lösungen? Diese ganzen Konjunkturpakete, die geschürt werden, diese ganzen Milliarden Gelder, die gerade fließen aus der EU, aus den ganzen Mitgliedstaaten, die sind komplett frei von der Klimafrage. Stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht, ja, aber das ist ein kleiner Absatz mit der ökologischen Frage, ein kleiner Absatz mit der Nachhaltigkeit und wir müssen diese Gelder fließen nur einmal, diese Strukturen werden nur einmal umgesetzt und geändert und wenn wir jetzt in der Pandemie sind, wenn wir diese ganzen Gelder haben, können wir doch auch mal an Gerechtigkeit und an der Ökologie so koppeln, dass wir sagen können, dass wir eine sozial-ökonomische und ökologische Transformation haben. Also ich hatte ja eben gerade gesagt, dass das nicht stimmt. Die Mittel, die die Europäische Union im Rahmen von Next Generation EU ausgibt, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, haben eine klare Klimaschutzbindung. Mindestens 35% der Mittel müssen für den Klimaschutz ausgegeben werden und dienen vor allem auch der wirtschaftlichen Transformation. Ja, das ist bitter, dass auch weder Deutschland noch die Europäische Union per se erreichen können, dass alle anderen, ob das China ist, ob das Indien ist, ob das Afrika, Lateinamerika ist oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Also alleine wir erreichen es nicht, dass die anderen sich auf irgendwelche ambitionierten Ziele verständigen. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Und was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, also ich bin so oft auf die Straße gegangen und ich habe so oft für etwas demonstriert, ich habe das getan aus einer inneren Überzeugung und aus einer Haltung heraus und ich habe das gerne gemacht. Ich habe das gerne gemacht, weil es für mich eine Möglichkeit war, mich als Bürger einzubringen. Und viele von euch werden demnächst wählen können oder sie können vielleicht auch schon wählen. Ich weiß ja nicht jetzt, wie alt du bist, aber natürlich hast du auch diese Möglichkeiten. Und es entscheidet in einer Demokratie nicht alleine die Wissenschaft, die sich auch nicht sehe. Wenn ich mir anschaue, wie wir alleine über die Pandemie folgen und über das, was wir zu tun haben, wie wir darüber streiten, am Ende brauchen wir für entsprechende Entscheidungen Mehrheiten in einer Demokratie. Und da ist es wichtig, dass du mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern einfach deine Position auf die Straße bringst, in die Parlamente bringst, in die Zeitungen bringst, in die Medien bringst. Und das ist doch eine Aufgabe, von der ich hoffe, dass man dafür nie zu alt ist und dass man auch sagt, keine Zeitverschwendung. Du kannst doch nicht erwarten, nur weil ihr jetzt auf die Straße geht, werden wir innerhalb von einem Jahr exakt genau das machen, was ihr fordert. Wir brauchen dafür Mehrheiten, wir müssen dafür Kompromisse schmieden und wir wollen auch einen Großteil dessen, was ihr auch einfordert, auch auf die europäische Agenda bringen. Nur es ist halt keine 1:1 Umsetzung. Aber ich finde schon, dass das, was ihr tut, keine Zeitverschwendung ist. Also aber ich sehe es jedenfalls nicht so. Ich verstehe deine Argumentationsweise einfach nicht. Also auf der einen Seite sagst du Lateinamerika, China, Indien und so weiter. Europa ist der Emittent überhaupt und pro Kopf gesehen stoßen wir am meisten Emissionen aus. Nicht China, nicht die anderen Länder und wir sind die Industrieländer, wir sind die Staaten, die in der Kolonialzeit und der Industrialisierung enorm CO2 ausgestoßen haben und Menschen ausgebeutet haben. Immer zu sagen, ja, die anderen, die machen es doch auch. Das habe ich doch gar nicht, aber ja, du hast mir eben gerade gesagt, dass Europa sich so anstrengen kann wie nur irgendetwas, aber eigentlich müssen wir weltweit was erreichen. Ich habe gesagt, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, nur dann können wir anderen Mut machen. Okay, weil tun wir das, gehen wir mit gutem Beispiel voran, wenn wir 35% Corona-Maßnahmen nur mit Klimaschutzmaßnahmen verbinden, das ist doch nicht genug. Ich würde kurz. Und auch zu sagen, dass sie erst seit kurzem auf die Straße gehen. Willst du das? Ich möchte, dass man der Wissenschaft glaubt. So,
also es ist ja schwarz auf weiß und seit vielen Jahren. Überhaupt du sagst, ja, du sagst, dass es genug ist. Und du sagst, nicht das sind unsere Forderungen, die eingehalten das werden. Das habe ich überhaupt das sind nicht gesagt, dass es genug ist. Wir sagen doch gar nicht, dass ihr bitte unsere Forderungen so einhalten müsst, wie, damit es geht. Das ist doch nicht Demokratie. Aber ihr habt in Paris 2015 was unterschrieben. Es geht doch gar nicht. Unsere Forderungen basieren darauf, was ihr unterschrieben habt. Unsere Forderungen basieren auf den Studien, die von der Bundesregierung angefertigt worden sind. Unsere Forderungen basieren darauf, was die Wissenschaft sagt und was die Politikerinnen und Politiker, was die Umwelt, was das Umweltministerium seit Jahren sagt. Also es ist doch gar nicht, dass wir das Rad neu erfunden haben und dass wir irgendwie angeben, wo der Hase läuft, sondern wir sagen ganz klar, das, was ihr unterschrieben habt, das, was die Wissenschaft euch seit Jahrzehnten sagt und das, wofür ihr eigentlich auch stehen wollt und was auch euer Programm ja behauptet und eure Koalition behauptet, das müsst ihr umsetzen. Aber das, was ihr sozusagen dann in den Gesetzen veranlasst, wir erreichen ja als Deutschland nicht mal unsere eigenen Klimaziele. Also das sind doch nicht unsere Forderungen, unsere eigenen gesteckten Klimaziele einzuhalten, sondern das sind die selbstgesteckten von der Regierung, die Klimaziele, die nicht eingehalten werden. Das ist die Forderung des IPCC-Reports, der UN, die der Report, der Weltklimarat, der sagt, so muss es sein, das haben wir unterschrieben als Deutschland, als Bundesrepublik, als die anderen europäischen Staaten haben das so unterschrieben. Also immer zu sagen, ja, ihr seid Demokratinnen und Demokraten, ihr seid eine Bewegung, ihr fordert etwas, aber das können wir ja so als Politik nicht umsetzen. So ist es nicht. Es ist ja ganz anders. Die Machtverhältnisse, die Wissensverhältnisse sind ja woanders und die Verantwortung liegt in der Politik, liegt in der Wirtschaft und nicht bei der Bewegung. Und schaut man sich die Umfragen an, gibt es ja schon eine sehr große Mehrheit, die sagt, dass Deutschland im Bereich Klimaschutz definitiv zu wenig tut und ja auch wirklich keinen sehr konsequenten Klimaschutz betreibt, wenn man sich Datteln 4 und Co. anschaut. Also zu sagen, es gibt nicht diese Mehrheit in Deutschland, ja, in der jetzigen Bundesregierung ist es natürlich schwierig, aber wir haben ja eigentlich auch eine sehr engagierte Ministerin für Klima, die ja auch von euch kommt. Aber natürlich weiß ich, sie muss natürlich Kompromisse finden. Das Problem ist jedoch, wie schaffen wir das denn, wenn wir nicht vorangehen, den Rest der Welt mitzunehmen? Und vor allem Deutschland, das hat ja Quang auch gerade angesprochen, ist natürlich alles andere als Vorreiter in diesem Feld. Also wenn ich mir überlege, dass wir den Regionen, die am stärksten von dem Strukturwandel betroffen sind, und da gehen auch Menschen auf die Straße, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben, von uns 40 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen, damit dieser sozial-ökologische Umbau vor Ort gelingen kann, dass Arbeitsplätze, die verloren gehen, beispielsweise im Kohlebergbau ersetzt werden, finde ich das nicht wenig. Wenn wir jetzt erklären, wir unterstützen die EU-Kommission dabei, noch einmal die Ziele anzuschärfen, damit wir das, was wir in Paris völlig richtig unterschrieben haben, auch umsetzen können, finde ich das richtig. Wenn wir auf der EU-Ebene etwas tun, was es nirgendwo sonst gibt, dann können wir lange darüber streiten, ob es statt 40% Mittelbindung auch 50 sein könnten. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber ich wollte nur darauf hinweisen, wir nutzen inzwischen Instrumente, die es nirgendwo gibt. Und da fände ich es zumindest fair, wenn man mal darauf hinweist, dass wir inzwischen Instrumente auf der EU-Ebene einführen wollen, die wir sonst noch nirgendwo haben. Und damit setzt die Europäische Union, finde ich, schon auch ein Benchmark und geht voran und macht auch anderen Mut, dass das möglich aber ist. Aber nur weil die Instrumente nirgendwo zu finden sind, heißt es ja nicht gleich per se, dass es gut ist. Also das führende Klimainstitut, das Potsdamer Klimainstitut für Folgenforschung, sagt ganz klar, dass der jetzige Emissionshandel der Europäischen Union keine Lenkungswirkung hatte und auch keine Wirkung haben wird, wenn da nicht nochmal reformiert wird, wenn da nicht mal angegangen wird. Also wir haben die Instrumente, die sind einzigartig schön und gut, aber haben die eine Lenkung? Nein. Also muss doch da die EU-Ratspräsidentschaft, muss doch da die EU angehen und sagen, wir müssen das ändern, wir müssen das jetzt ändern. Wir haben noch 10 Jahre Zeit, um irgendwie das Ruder rumzureißen. Und was ich auch ganz fatal finde, die Klimakrise, so wie es auch selbst geframed haben als Bewegung, also impliziert ja, dass es eine Krise ist. Also man kann die irgendwann bewältigen. So ist es aber nicht. Wenn wir über 1,5 Grad Ziel reden, dann haben wir 1,5 Grad zu viel. Also, dass wir jetzt die Klimakrise angehen wollen, heißt auch nur, dass wir weitere, schädliche, schlimmere Folgen verhindern wollen. Vor allem für die Menschen, die jetzt schon drunter leiden. Aber wir werden nie zu einer Utopie zurückkehren können mit toller Umwelt, toller Natur und weniger Naturkatastrophen. So wird es nicht sein. Deswegen müssen wir doch jetzt unserer Verantwortung gerecht werden. Wir müssen doch diese Menschenrechte, diese Werte, die Europäische Union hat, umsetzen. Es geht doch nicht darum, dass wir nur tollen Klimaschutz hier in der EU betreiben, der ja gar nicht so toll ist. Also ich sehe da keine Lenkungswirkung und die Wissenschaft sieht es genauso wenig. Deswegen müssen wir doch jetzt viel konsequenter sein, vor allem in Deutschland mit der Klimakanzlerin, mit den Mehrheiten in diesem Land, diese EU-Ratspräsidentschaft voranbringen muss und da auch die klaren Ziele und Richtlinien setzt, um zu sagen, Rahmenbedingungen für Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Frage ich mal ganz provokativ, Michael, wie stehst du zu dem Kohleausstieg 2038? War das in deinem Sinn oder würdest du sagen, naja, nee, du bist dann doch eher bei Fridays for Future, es hätte eigentlich viel früher kommen sollen? Und dass in 2020 immer noch Dörfer umgesiedelt werden müssen für die Kohleindustrie, und zwar jetzt gerade in NRW. Wir sind das einzige Land weltweit, was sich entschieden hat, nicht nur aus der Atomkraft auszusteigen, sondern auch aus der Kohlekraft. Wir haben mit 2038 verabredet, und das ist auch eine Forderung, die in der SPD erhoben wird, dass wenn wir das schneller hinbekommen, dass wir das auch tun werden. Und dass wir Überprüfungsphasen auch haben. Das heißt, wenn wir das hinkriegen, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, dann kann der Kohleausstieg auch schon vor 2038 erfolgen. Und das ist eine entsprechende Klausel, die wir in den gesetzlichen Regelungen drin haben. Was ich jetzt ein bisschen schwierig finde, ich will jetzt nicht von Unfairness sprechen, das will ich mir nicht anheischen, aber ich habe mit keinem einzigen Wort den Zertifikatehandel angesprochen. Ich habe schlicht und ergreifend auf einen Punkt hingewiesen, den es noch gar nicht gibt, dass wir im Haushalt eine Klimaschutzbindung haben, die es sonst nirgendwo gibt. Und ich das schon als einen großen Fortschritt sehe. Jetzt kannst du ja sagen, das findest du blöd und du redest jetzt über den Zertifikatehandel. Ich habe mich sehr verwundert gezeigt, dass bei den Diskussionen um die deutschen das deutsche Klimaschutzgesetz auf einmal marktwirtschaftliche Prinzipien hochgehalten wurden, in dem diskutiert wurde, wir müssen die Tonne CO2 immer teurer machen. Ich habe immer dafür geworben, dass wir eher ordnungspolitisch vorgehen über gesetzliche Vorgaben und dass der Zertifikatehandel über die Bepreisung von CO2 bislang jedenfalls zu keinem durchschlagenden Erfolg geführt hat. Da bin ich sogar ganz bei dir. Ich habe mich dafür gewundert, dass wir diskutieren, ob der Tonnenpreis nun 100 Euro ist oder 150 Euro oder 200 Euro ist. Ich setze eher auf andere Instrumente, weil ich da deine Kritik durchaus teile. Quang, ich habe die Frage vorhin auch Tarek gestellt. Wenn du jetzt anstelle von Michael im Rat säßest und du hättest jetzt noch 3 Monate Zeit, was würdest du versuchen, impulsmäßig reinzugeben oder vielleicht sogar durchzudrücken? Also mein politischer Fokus ist nicht nur Klima, sondern auch Gleichstellung und Bildung. Und ich finde, klar ist Bildung nicht das Allheilmittelwunder, weil wir haben auch trotz Bildung antidemokratische Verhältnisse und Strömungen. Ich finde aber, wir sollten unsere Bildung neu denken und sollten da Klimagerechtigkeit, Klimaschutz, Klimafakten etablieren. Und wir müssen auch vor allem in Europa die Aufklärung zur Kolonialzeit endlich mal etabliert in den Geschichtsunterricht und dort irgendwie dann mal ein Bewusstsein zu schaffen, dass Europa nochmal in einer ganz anderen Verantwortung steckt, wenn es um Ausbeutung und Emissionen geht. Und durch Bewusstsein entsteht auch irgendwo dann eine Selbstkritik, eine Reflexion und dann vielleicht auch ein Handeln. Aber wir dürfen nicht auf die Individualebene schauen und immer sagen, ja, du gehst noch dort einkaufen und du fliegst dahin und du machst das und das, sondern es geht um die systemische, die strukturelle Ebene und da müssen wir vor allem mit Gesetzen angehen und dann Klimaschutz so betreiben, dass der auch wissenschafts- und Paris-konform ist. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst und so hitzig mit Michael diskutiert hast. Ich werde als nächstes und als unseren letzten Gast Clara Völler ganz gerne jetzt auf diesen Stuhl zu mir. Das war nur das Mikrofon, das kann man wieder aufheben, ist gar kein Problem. Bitten, Clara Völler kommt jetzt zum 4. Panel, ein föderales Europa und das Mitwirken der Jugend daran. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, wir sind beide bei den jungen europäischen Föderalisten aktiv. Michael, du bist doch, glaube ich, auch Mitglied gewesen und jetzt im Erwachsenenverein Europa-Union, richtig? Also wenn es möglich wäre, wäre ich lieber bei den jungen europäischen Föderalisten geblieben. Aber altersmäßig gehöre ich da, glaube ich, formal nicht mehr dazu. Das stimmt, da ist die Grenze bei 35. Glück, dass wir das noch nicht sind. Du bist Mitglied im Bundesvorstand, kandidierst gerade für den Vorsitz. In einer Woche ist es soweit, da kann man dich wählen. Der Malte macht das nicht mehr? Nee, der Malte macht das nicht mehr. Der ist jetzt seit 6 Jahren im Vorstand. Alles Gute. Der ist ziemlich fertig nach 2 Jahren Vorstandsarbeit. Das ist ja selten nur das Ehrenamt. Das ist ja gefühlt Vollzeit häufig, wie ich das so mitbekomme. Du liebst Italien, hast in Mailand, Rom und Bologna gelebt und studiert und bist gerade dabei, da deine Masterarbeit zu schreiben. Clara, für alle, die jungen europäischen Föderalisten nicht kennen, was bedeutet es denn für dich, eine junge europäische Föderalistin zu sein? Für mich bedeutet das, dass ich Teil einer unglaublich motivierten, großen Jugendbewegung bin, die überparteilich seit über 70 Jahren für Europa streitet, auf die Straße geht, mit PolitikerInnen spricht, schaut, dass man die Vision der Vereinigten Staaten von Europa, föderales Europa, durchsetzt und dort Schritt für Schritt näher kommt.
indem man Schritt für Schritt europäische Demokratie mehr etabliert. Wie hast du bisher die deutsche Ratspräsidentschaft wahrgenommen? Jetzt so 3 Monate kann man ja schon mal ein kleines, eine Bilanz ziehen. Ich glaube, es ist ein harter Job. Ich glaube, das wussten wir aber von Anfang an. Man muss ja irgendwo Motor und gleichzeitig Moderator sein, also irgendwie schauen, dass man die Leute an einem Tisch auch behält und gleichzeitig trotzdem natürlich diese ganzen Erwartungen, die gerade jetzt, gerade an Deutschland gestellt werden, irgendwie auch erfüllt und irgendwie nach vorne bringt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass am Anfang die Liste an Dingen, die man erreichen möchte, schon groß und gut war. Jetzt muss man fairerweise sagen, wir hatten auch eine große Sommerpause zwischendrin. Der Anfang von der Ratspräsidentschaft ist, glaube ich, sowieso viel Einführung, viel Vorstellung dessen, was man denn eigentlich vorhat. Dann hat Michael eben gesagt, es fehlten so ein bisschen die Präsenzveranstaltungen, fehlten ganz krass die Präsenzveranstaltungen, weil man dann nicht so viel und so gut vor allem verhandeln kann. Ich glaube, was entscheidend ist, wird, auch um euren Ansprüchen wahrscheinlich gerecht zu werden, sind die nächsten 3 Monate. Der neue Aufbruch für Europa, so lautet ja das erste Kapitel im Koalitionsvertrag. Siehst du den derzeit? Das war ja so das Ziel. Ich war damals total begeistert, dachte, wow, das erste Kapitel, neuer Aufbruch für Europa, da kann ja nur was Gutes bei rumkommen. Wie ist denn da so deine Bilanz jetzt auch gerade mit Blick auf die Ratspräsidentschaft? Also als Vertreterin eines proeuropäischen föderalen Jugendvereins muss ich hier natürlich sagen, es könnte mehr sein. Für mich bedeutet ein Aufruf für Europa, dass man die nötigen Weichen stellt, um auch wirklich einen Schritt weiterzukommen. Dass man natürlich die ganzen einzelnen Baustellen im Blick behält und angeht, aber dass man sich auch immer wieder bewusst macht, wo sind wir eigentlich, was läuft gerade nicht gut, warum läuft es vielleicht nicht gut, wo kann man strukturell nachbessern, nachziehen, um so insgesamt im Ganzen einen Schritt weiterzukommen. Reicht das denn? Müssen wir nicht eigentlich den großen Schritt oder den großen Wurf wagen? Naja, also wir wünschen uns einen europäischen Bundesstaat. Ich bin optimistisch. Ich hatte letztens ein kleines Streitgespräch mit anderen jungen Menschen, die meinten so, ja, ich mache das hier für meine Enkelkinder. Und ich habe gesagt, nö, also ich hätte den schon gerne, solange ich noch am Leben bin. Michael, du streitest ja auch als ehemaliger junger europäischer Föderalist, jetzt als Europa-Unionsmitglied für einen föderalen Bundesstaat. Ja, Clara hätte es gerne jetzt noch, andere für ihre Enkel. Wie ist es bei dir? Meinst du, dass wir in der EU das schaffen, trotz ja all dieser doch sehr unterschiedlichen Vorstellungen? Wir wissen gerade, der politische Wille ist eigentlich nicht da, um, sag mal, das Juncker-Szenario 5 zu bestreiten, dass wir sagen, wir wollen viel mehr gemeinsam arbeiten, wir wollen uns weiter integrieren, wir wollen auch mehr Kompetenzen an die EU abgeben. Da sehen wir einfach gerade, gibt es zu große Differenzen. Migration ist das große Thema, Klima ist natürlich die Frage, wie kommen wir da zusammen, aber auch andere Herausforderungen. Bist du da noch optimistisch, dass wir das, dass du das noch erlebst? Klaro. Sonst würden wir es ja nicht machen. Du brauchst ja einen, also für mich sind die Vereinigten Staaten von Europa eine reale Utopie. Aber in den vergangenen Jahren, das muss man sehr offen sagen, ist die öffentliche Debatte über Europa sehr stark von Nationalismus, von Abschottung und von Rückwärtsgewandtheit geprägt gewesen und auch von Verzagtheit. So Menschen wie Clara und ich und viele andere, wir waren nicht wirkmächtig genug und wir waren nicht meinungsfreudig und meinungsstark genug. Die öffentliche Debatte war einfach von den Le Pens, von den Salvinis und von den AfD-Fritzen geprägt. Und wir sind so ein bisschen, wir waren zu leise. Was mich aber hoffnungsfroh stimmt, ist, dass wir trotz der vielen, vielen Krisen in den vergangenen Jahren, wir haben eine schwere wirtschaftliche und soziale Krise durchlaufen. Wir haben jetzt den dramatischen Klimawandel. Wir haben eine Gesundheitskrise. Am Ende war immer eines klar. Auch die Nationalisten und Populisten mussten zugeben, dass nur ein starkes und handlungsfähiges Europa, also mehr Europa, am Ende die einzige Chance ist, um Globalisierung gestalten zu können, menschlich, demokratisch, nachhaltig, sozial. Das heißt, auch die, die eigentlich Europa klein halten wollen, haben dann doch irgendwie
zugeben müssen, ja, wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit, wir brauchen mehr europäische Koordination, wir brauchen ein Europa, was wirklich handlungsfähig ist. So, und das tun wir in einem Vertragskorsett, was eigentlich nicht so richtig passt. Deswegen wäre mein Ansatz, jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dafür sorgen, dass wir wieder meinungsstark werden, dass wir auch deutlich machen, Europa ist nicht Teil des Problems, sondern eher Teil, Entschuldigung, ist nicht Teil der Teil des Problems, ist Teil der Lösung. Und dass wir auch, schaut doch mal hin, wir haben das hingekriegt. Jetzt mit dem Riesenfinanzpaket bekommen wir es wirklich hin, dass die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen gut aus der Krise kommen, dass wir unser Gesundheitswesen modernisieren, dass wir das sogar mit den Fragen des Klimawandels verknüpfen. Wenn wir das hinbekommen, dann steigt auch die Akzeptanz für ein Europa, was noch stärker aufeinander zugeht. Und dann das Thema, was mich am meisten umtreibt, ist, was sind wir eigentlich? Sind wir ein Binnenmarkt? Sind wir vor allem ein ökonomisches Projekt? Oder sind wir nicht vor allem eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft? Da brauchen wir jetzt eine Besinnung auf das, was uns zusammenhält. Und da wollen wir ganz konkret in unserer Ratspräsidentschaft dran arbeiten. Und was das konkret bedeutet, kann man ja nochmal nachfragen. Du hast gesagt, wir waren zu leise. Ist es, weil wir zu bequem geworden sind, weil wir die EU so als selbstverständlich wahrnehmen oder weil wir einfach frustriert sind, weil es eine Krise jagt die nächste. Es gab Zeiten, da ist die EU in Krisenzeiten vorangeschritten, aber jetzt ist seit ein paar Jahren ja doch eher so, dass wir das halt nicht tun und dass wir nicht mehr wagen und dass wir Angst haben vor den Populisten, Nationalisten. Und ich würde dir widersprechen, Le Pen ist, glaube ich, nicht für mehr europäische Zusammenarbeit. Das ist nicht der Fall. Und da frage ich mich, wie schaffen wir das eigentlich, die alle an einen Tisch zu bringen? Ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen. Aber realistisch, und da fällt es mir mittlerweile schwer, klar, ich war eine totale Optimistin, ich bin selber lange Mitglied bei der JEF. Ich sehe aber einfach, dass es so große Unterschiede gibt und gerade in gewissen Bereichen, wir haben es schon angesprochen, Rechtsstaatlichkeit. Wie schaffen wir das denn, diese wieder mit an Bord zu bringen? Können wir das überhaupt schaffen? Die Briten haben es ja vorgemacht. Die sind ja nicht mehr dabei. Du hast gerade gestern einen Brief geschrieben an die Briten, hast gesagt, hier, wir wollen weiterhin, dass ihr dabei seid, also jetzt nicht in der EU, aber wir wollen enge Beziehungen haben. Aber was passiert denn mit denen, die jetzt sich seit Jahren und gerade auch in der Migrationsfrage so extrem gegen diese Wertegemeinschaft stellen und nicht mehr bereit sind, das Recht auf Asyl zum Beispiel aufrechtzuerhalten? Das ist doch eigentlich mehr ja, Wunschdenken als Realität. Nö, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist kein Wunschdenken, sondern wir haben aus Fehlern gelernt. Ob wir genug gelernt haben, das weiß ich nicht. Aber vor Jahren war noch unsere Antwort im Hinblick auf die Bewältigung der sozialen Krise in Griechenland. Griechenland soll doch gefälligst sein Tafelsilber an die Chinesen verkaufen. Dann ist der Hafen von Piräus einfach mal an China verkauft worden. Heute stellt man fest, dass es irgendwie eine ziemlich krude Idee ist, wo wir gleichzeitig über Freiheit und Demokratie und über Souveränität sprechen und wir zentrale öffentliche Güter an eine Wirtschaftsmacht verkaufen, mit der wir in einem massiven Systemwettbewerb stehen und wo wir auch Systemrivalen sind, weil wir andere Werte vertreten als China. Da sind wir inzwischen, glaube ich, weitergekommen. Und natürlich habe ich nicht die Hoffnung, das war vielleicht auch ein Missverständnis, dass die Le Pens und die AfDler dieser Welt auf einmal zu kritisch konstruktiven Europäerinnen und Europäern werden. Darum geht es gar nicht. Aber der Diskurs war derart stark von diesen nationalistischen und populistischen Parolen geprägt, dass bis weit in die politische Mitte hinein auf einmal das Narrativ war, also Europa ist jetzt kein Erfolgsrezept, lass das mal sein. Also das ist zu viel und ist zu bürokratisch und ist blöd. Am Ende trotzdem, trotz dieser Verzagtheit, glaube ich, haben wir uns immer wieder auch dazu durchgerungen, mehr Europa zu wagen. Das tun wir jetzt auch wieder in diesem Moment. Natürlich ist es nicht vollkommen. Natürlich ist es nicht ideal. Natürlich ist es nicht das Europa, was ich mir erträume. Aber es ist zumindest, also habe ich die Hoffnung, dass wir wieder jetzt in eine Dynamik reingeraten, wo wir wirklich auch das Europa eher hinbekommen, was wir uns wünschen, was föderal strukturiert ist, mit einer starken sozialen und ökologischen Verankerung, wo wir wieder Werte auch nicht nur als Lippenbekenntnis und Sonntagsrede vor uns hertragen, sondern wo wir die Werte auch wirklich leben, und zwar überall. Das ist zumindest eine Chance, die ich auch mit diesen Monaten verknüpfe. Das hoffe ich zumindest. Wolltest du was sagen, sonst habe ich was für dich.
Probier es mal, vielleicht ist es ja, vielleicht trifft es ja. Na, ich wollte dich gerade fragen, wie schaffen wir es denn eigentlich, Michael hat es beschrieben und ich teile die Diagnose, wir sind ja irgendwie zu leise. Wie können denn wir eigentlich als junge europäische Föderalisten oder auch die Leute, die eine proeuropäische Gesinnung haben, und es ist ja der Großteil der Jugend in Europa, die sagt, ja, wir wollen dieses Europa, aber die Frage ist, ist es denn so, weil die Stahlkraft der Vision, die wir haben hier, das Versprechen von Frieden, Wohlstand, was würdest du sagen, müssen wir eigentlich machen, damit wir nämlich diesen Tendenzen, die beschrieben wurden, dieser vermeintlichen Mehrheit, die ja so laut ist, aber eigentlich ja gar keine Mehrheit ist, sondern eine Minderheit, wie können wir dem eigentlich begegnen? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, mir fallen verschiedene Sachen dazu ein. Aber deswegen gehe ich einmal kurz noch einen Schritt zurück, weil wir sprachen von einem gemeinsamen Verständnis. Ja, es gibt natürlich irgendwo dieses Bekenntnis zu europäischen Werten. Und ja, ich glaube auch, dass der Großteil immer noch pro Europa ist und sich eigentlich auch mehr Europa wünscht. Aber was ich gerade beobachte, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, ist, dass es ganz, ganz viele Baustellen gerade gibt. Wir haben heute viele Diskussionen gehört darüber, wo noch was zu tun wäre. Und es gibt wahnsinnig viele weitere. Wir haben in Belarus eine Demokratiebewegung, die gewaltsam niedergeschlagen wird, die sich gegen einen seit 27 Jahren im Amt sitzenden Machthaber richtet und kriegen es gerade nicht hin, als EU da auch vielleicht eine wirkungsvolle Antwort drauf zu geben, weil ein Mitgliedstaat sich seine Zustimmung daran knüpft, Zypern, weil sie fordern, dass man doch eigentlich auch die Türkei sanktionieren müsste, in einer ganz anderen Sache gerade. Wir treten in der Asyl- und Migrationspolitik seit Jahren auf der Stelle, weil auch hier einzelne Mitgliedstaaten in der Lage sind, immer wieder zu blockieren. Also ja, ich bin auch in mir drin, ich bin optimistisch, aber für mich ist ganz klar, dass wenn wir jetzt nicht diese nötigen Weichen stellen und wirklich mal an die Wurzel der Probleme gehen. Und ich glaube, die kommen alle aus derselben Wurzel. Auch Populismus, auch diese Ablehnung der EU gegenüber, die kommt daraus, dass es einfach leider gerade an einzelnen Punkten nicht funktioniert. Also sprechen wir doch mal über das Einstimmigkeitsprinzip im Rat. Wie kann das denn sein, dass einzelne Staaten quasi ein Veto haben, und man dadurch nicht wirklich zu Lösungen kommt. Ich stelle mir das, ehrlich gesagt, als Ratspräsidentschaft teilweise sehr, sehr frustrierend vor, dass man natürlich seine eigene Agenda hat und dann ist man irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da Erpressung das richtige Wort ist, ich stelle es jetzt mal so in den Raum, aber man ist schon in einer sehr schwierigen Position, weil ja von der anderen Seite ganz offen damit gedroht wird, dass man beispielsweise dann einem mehrjährigen Finanzrahmen nicht zustimmt, wenn da ein Rechtsstaatsmechanismus, der sehr effizient wäre, mit drin hängt. Also ne, strukturell vielleicht mal gucken, wie kommen wir da weiter? Und wie können wir das konkret machen? Also ich bin total bei dir. Ich möchte unbedingt Mehrheitsentscheidungen im Rat. Ich würde am liebsten den Europäischen Rat den Staatsregierungschefin abschaffen, wenn ich finde, das ist eine Institution, die braucht es nicht. Da geht es vor allem ums nationale Interesse. Wie kommen wir denn vom jetzigen Ist-Zustand dahin, ohne eine Vertragsreform, die nämlich wiederum ja wieder alle benötigt. Das ist ja die Krux. Was schlägst du da vor? Also das ist natürlich, wie gesagt, Mehrheitsentscheidungen wären total großartig, aber wie machen wir das ganz konkret? Die Frage würde ich einmal gerne an Michael gleich zurückspielen, weil das würde mich auch mal interessieren, wie wir das denn ganz konkret hinkriegen eigentlich in der aktuellen Situation. Auch dass wir genau diese Länder, die ja derzeit blockieren, dazu kriegen, präventiven Mechanismus irgendwie zu etablieren, der ihnen in der Zukunft nicht mehr so ein starkes Stimmrecht gibt. Aber europäische Demokratie in ganz vielen einzelnen Dingen. Wir müssen einmal auch an die Europäerinnen und Europäer denken. So an die. Es gibt auch in Ungarn und auch in Polen genug Leute, die sind nicht damit, die stimmen nicht damit überein, was ihre Regierungschefs da gerade machen. Und es fängt teilweise im ganz Kleinen an, dass wir, das weiß ich nicht, es gibt immer wieder die Forderung nach einem, sowas wie Arte, nur halt europaweit, nach einem gemeinsamen europäischen Sender, Tagesschau, dass man irgendwie auch mal weiß, was geht denn eigentlich ab in den anderen Ländern. Klar gibt es da einzelne Sachen, aber es ist nicht so präsent in der öffentlichen Meinung, wie es sein könnte. Erasmus ist eine super Sache, ist aber auch was, weshalb, glaube ich, gerade unsere Generation, also die seit ihrer Geburt schon
in dieser europäischen Realität leben, weshalb die europäisch sind. Jetzt bist du gesprungen. Ja, ich weiß. Was die Frage, die du an Michael weitergeben wolltest, betrifft. Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge sind. Wie können wir das aushebeln? Wollen wir das aushebeln? Geht das überhaupt? Denn da, glaube ich, ist ja so die Hauptfrage, wir können ja niemanden zwingen. Die EU ist ja nicht die, die sagen kann, ach, in dem Bereich hätte ich gerne Kompetenz und dem und ich würde am liebsten gerne so und so entscheiden. Das geht ja nicht, solange wir die Mitgliedstaaten nicht alle an Bord haben. Wie schaffen wir das eigentlich, diesen Schritt auch gerade, was ihr oder was wir als junge europäische Föderalisten uns ja auch wünschen, einen föderalen Bundesstaat, ja, wie kommen wir da denn wirklich hin? Wie schaffen wir das, dass wir die mitnehmen, ohne natürlich irgendwie jemanden rauszuschmeißen? Das könnte man ja auch überlegen. Ne? Es gibt ja die Frage, ja, wollen wir in Kerneuropa? Du hast vorhin auch davon gesprochen, Michael, in manchen Bereichen geht man halt einfach vor und hofft, dass sie einem nachgehen. Ist ja eigentlich die Realität. Es gibt viele Bereiche, da ist man Schengen, gibt es nur ein paar, die dabei sind, der Euro. Das ist ja eigentlich Realität, aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wie können wir denn da jetzt wirklich hinkommen? Na, erstmal, glaube ich, müssen wir unseren Frieden mit den Nationalstaaten schließen, weil wir die nicht abschaffen wollen. Deswegen habe ich zum Beispiel große Skepsis gegenüber diesem neuen Konzept der Europäischen Republik, die besagt, eigentlich ist Europa nur noch Regionen und ganz Europa. Das ist ein sehr deutsches Konzept, weil ich mir Französinnen und Franzosen, Schwedinnen und Schweden, Finnen und Finnen und baltische Bürgerinnen und Bürger nicht vorstellen kann, dass sie sagen, also wir sind bereit, unsere Nationalstaatlichkeit aufzugeben und das alles in ein gemeinsames Europa einzubringen. Ich ganz persönlich hätte damit wahrscheinlich noch die allerwenigsten Probleme, aber ich muss einfach anerkennen, dass es gerade viele kleinere Mitgliedstaaten gibt, die sehr an der Einstimmigkeit hängen. Die Gegnerinnen und Gegner der Abschaffung der Einstimmigkeit, wir fordern das ja schon seit Jahren in der Außen- Sicherheitspolitik, war das, was Clara beschrieben hat im Hinblick auf Belarus, das beschämt mich. Ich muss auch, das beschämt mich und auch die vielen Migrationsfragen, wo wir nicht vorankommen, das beschämt mich natürlich, weil wir uns von einer Koalition der Humanität zur nächsten hangeln. Es dauert immer Ewigkeiten, bis wir ein paar Staaten zusammengebracht haben. Niemand ist so richtig zufrieden. Die eigentlichen Ziele, die wir uns gesetzt haben, werden nicht 100% erreicht. Alle sind resigniert. Also am Ende, glaube ich, wird es ohne Mitgliedstaaten nicht gehen, aber wir haben inzwischen eben auch eine sehr vitale europäische Gesellschaft. Ich sehe es nicht ganz so skeptisch wie Clara, weil ich schon der Auffassung bin, dass die großen zentralen Fragen, das ist jetzt nicht nur Migration, Klimaschutz, Pandemie, das, was in unserer Nachbarschaft passiert, sondern auch inzwischen die Sensibilität, wie wir mit Ereignissen in unseren Nachbarländern umgehen, schon sehr, sehr groß ist. Wir haben inzwischen ein doch stark grenzüberschreitendes Bewusstsein. Alle in Deutschland wissen irgendwie oder auch in England oder das leider nicht mehr zu uns gehört oder in Schweden, die Präsidentschaftswahlen in Frankreich haben immer auch eine europäische Dimension. Bundestagswahlen in Deutschland haben eben auch immer eine europäische Dimension. Wir sind inzwischen sehr, sehr, sehr grenzüberschreitend tätig. Jetzt hast du aber die zwei super integrationsfreundlichen Staaten genannt. Das ist ja nicht bei allen so. Nein, und das müssen wir auch aushalten können. Wir müssen es aushalten können. Ich glaube, am Ende hilft es nur, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mein Vorschlag war immer, ein Europa der Mutmacherinnen und Mutmacher zu implementieren, dass wir ganz bewusst sagen, in dieser Europäischen Union, die derzeit aus 27 Staaten besteht, können einige Staaten in bestimmten Bereichen Steuerpolitik, Migrationspolitik, in anderen Bereichen einfach vorangehen und zeigen, dass es gemeinsam im Team besser geht, als wenn man es alleine macht. Und das ist nicht Kerneuropa, weil Kerneuropa hieße ja, so ein paar Staaten verabschieden sich von den anderen und sagen, wir sind irgendwie die Elite und machen das als geschlossener Club. Nee, projektbezogen vorangehen und anderen Mut machen, die vielleicht noch nicht so richtig überzeugt sind. Aber die kommen vielleicht nach 1, 2, 3 Jahren dazu. Das wäre zumindest meine Hoffnung, um mehr Dynamik da reinzubringen, solange wir diese große Vertragsreform, die ja auf einen Grundkonsens in allen Mitgliedstaaten beruht, nicht hinbekommen werden. Aber wo geht Deutschland denn gerade voran? In welchem Bereich in Bezug auf EU-Reform? Was würdest du sagen? Also wir machen es in zwei Bereichen. Wir machen es bei der Finanztransaktionssteuer, wo wir nicht richtig vorankommen, weil uns auch ehemalige Bündnispartnerinnen und Bündnispartner so ein bisschen abzuspringen drohen. Wo wir es regelmäßig machen, ist in der Migrationspolitik. Das reicht vielen noch nicht, aber wir schmieden permanent für die Geretteten im Mittelmeer, für Flüchtlinge in griechischen Flüchtlingscamps Koalitionen, wo einige Staaten 5, 6, 7 bis maximal 12 sagen,
Wir machen etwas und wir warten nicht auf die anderen, die partout nicht mitmachen wollen. Das sind jetzt zwei Bereiche, wo wir im Prinzip etwas tun, gleichwohl wir keine Mehrheit haben in der Europäischen Union. Das ist traurig, aber wir wollen da halt auch nicht stehen bleiben. Clara, als JEF sind wir ja in ganz vielen europäischen Ländern unterwegs. Meinst du, wir schaffen vielleicht auch mal sowas wie Fridays for Future, so eine noch größere Bewegung zu werden? Denn wenn wir uns anschauen, die Herausforderungen, die wir haben, die haben ja alle eine europäische Dimension. Uns ist, glaube ich, allen klar, die Herausforderungen, die wir haben, können nur auf europäischer Ebene, wenn nicht sogar auf globaler Ebene gelöst werden. Sollen wir da nicht nochmal irgendwie versuchen, das noch irgendwie stärker zu bündeln? Brauchen wir erst wieder eine Frankreich-Wahl in zwei Jahren, wo dann wieder die Angst groß ist und auf einmal geht was los? Oder wie schaffen wir das jetzt die nächsten Jahre, bis zur Frankreich-Wahl hoffentlich so weit fortgeschritten zu sein, dass dann nämlich nicht mehr das große Bibern dasteht, ob Frankreich jetzt vielleicht doch Le Pen oder den Front National wählt? Also ich glaube, dass das Thema europäischer Bundesstaat oder generell Föderalismus einfach schwieriger zu erklären ist. Und das ist jetzt im ersten Moment auch nicht so sexy. Genauso mehrjähriger Finanzrahmen, das ist halt so ein typisches Nerd-Thema, ne? Total wichtig, betrifft jeden Bereich, jeder weiß, okay, es geht um Geld und irgendwie nur mit Geld kommen wir irgendwo letztlich dann auch weiter. Aber es stimmt schon. Wir müssen schon irgendwie auch mal klar machen, dass das, was aber eben auch schon gesagt wurde, dass eigentlich der Nationalstaat schon die Theorie ist, ein theoretisches Konzept, was es eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt, weil wir haben ja schon auf wahnsinnig vielen Ebenen Zusammenarbeit, die über den Nationalstaat hinausgehen. Nichtsdestotrotz, in der Corona-Krise, eine der ersten Maßnahmen war, diese Grenzen wieder aufzubauen. Und da war es irgendwie an der deutsch-französischen Grenze auch ganz schön schnell vorbei mit diesem europäischen Wir-Gefühl. Also wenn ich da lese in der Zeitung, dass sich Leute mit Tomaten und Eiern und was weiß ich was bewerfen, also oder einmal nicht gegenseitig Italien, das ist das beste Beispiel, sich Schutzkleidung und ja, Co. geben, oder da ist mein europäisches Herz kurz mal gefroren, um ehrlich ja, zu sein. Ja, meins auch. Und ich glaube nicht nur unsere, sondern eben die von sehr, sehr vielen. Also dann ist doch da vielleicht mal die Frage, wie kriegen wir es denn hin? Vielleicht auch dieses Narrativ in den Köpfen, also die Grenzen, die eben nicht nur physisch bestehen, sondern eben auch in den Köpfen wegzukriegen. Und das geht natürlich, wenn wir diesen Diskurs, diese Diskussion auch einfach verstärken. Und da gibt es ja eigentlich gerade in der Pipeline einen ganz netten Plan mit der Zukunftskonferenz. Wenn sie denn kommt und wenn sie eben auch eine Wirkung hat. Weil was, glaube ich, sehr schädlich wäre, ist, wenn man den Leuten was verspricht, und das ist schädlich für jede Demokratie, und dieses Versprechen nicht halten kann. Beziehungsweise wenn man ihnen sagt, deine Stimme zählt was, mit deiner Stimme kannst du das und das erreichen, und das passiert am Ende nicht. Wir haben das gesehen bei der letzten Europawahl. Den Leuten wurde gesagt, wenn ihr wählen geht, könnt ihr den oder die nächste, den damals, nächsten Kommissionspräsidenten mitbestimmen. Und die Leute gingen wählen. Wir hatten, wenn ich mich nicht irre, die größte Wahlbeteiligung seit ever. Und am Ende kam jemand raus, der Ursula von der Leyen, die über Deutschland hinaus jetzt nicht so wirklich bekannt war und die auch vorher nicht so richtig im Gespräch war. Und das frustriert. Also das fiel auch mir schwer, so sehr ich für Europa bin, aber ich merke das, mir fällt es zunehmend schwer in solchen Fragen, in Fragen der, wenn Moria brennt, dann weiß ich manchmal auch nicht so richtig, was man denn da noch sagen muss. Und da ist aber auch ein großes Problem, Stichwort Diskursveränderung, dass wir auch immer noch von dem Projekt Europa sprechen. Es tut mir leid, aber es ist kein Projekt, es ist Realität. Und ein Projekt, das hat irgendwie einen klar begrenzten Zeitrahmen und das endet auch irgendwann, aber das ist es ja nicht. Und wenn wir, das sehen wir auch in vielen Punkten, wenn wir ins Europäische Parlament gucken, dann wo ist denn da die Opposition? Die Opposition, die besteht irgendwie aus EU-Ablehnern. Aber das ist doch keine Opposition. Da kann man doch nicht über Inhalte streiten, wenn die Frage eigentlich nur ist, ja, sind wir jetzt für oder gegen Europa? Mehr oder weniger? Man muss doch irgendwie auch diskutieren, wie gestalten wir dieses Europa? Und in diese Diskussion, gerade im Parlament, muss meines Erachtens nach, müssen diese 447 Millionen Europäerinnen und Europäer ganz stark mit einbezogen werden. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und frage, naja, was sind denn die europäischen Parteienfamilien, wie heißen die denn? Oder wer gehört denn da dazu?
ob das so wirklich so, ob das so klar ist. Ich bezweifle es. Dann würde ich sagen, ich sehe schon, die Zeit ist am Ende. Wir haben hart überzogen, aber ich hoffe, ihr seid alle noch dabei, denn die Debatte war ja äußerst spannend. Michael, das kannst du wahrscheinlich noch mitnehmen für die nächsten 3 Monate, dass Deutschland vielleicht doch nochmal diesen Anstoß gibt, dass diese Zukunftskonferenz kommen muss. Sie sollte ja eigentlich im Mai beginnen, am 9. Mai ist verschoben worden, aufgrund diverser Gründe natürlich, aber das darf natürlich nicht... Nicht aufgrund diverser Gründe, die fand doch gern konkret. Statt wegen der Pandemie. Die schon feststehende Konferenz in Dubrovnik konnte nicht stattfinden wegen der Pandemie. Ich glaube, es war der 9. Mai. Ja, aber sie hätte doch online stattfinden können, oder nicht? Bitte? Hätte man das nicht online machen können für den Anfang? Also es geht ja immerhin um den Austausch einer europäischen Zivilgesellschaft. Nee, das war damals nicht möglich und jetzt sind wir dran und wollen das in der deutschen Ratspräsidentschaft noch bringen. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal auf ein gemeinsames Mandat, eine gemeinsame Erklärung verständigen, weil da bin ich ganz bei Clara. Es hilft nichts, wenn wir jetzt so eine Zukunftskonferenz machen und bestimmte Verantwortungsträgerinnen und Verantwortliche nehmen das Ding nicht ernst. Also entweder nehmen es alle ernst, im Rat, im Parlament, in der Kommission, oder wir lassen es bleiben, weil das ist sonst auch nur Beschäftigungstherapie und ich glaube, das ist nicht nötig. Es soll was Gutes und was Ernstzunehmendes und was Mutmachendes werden. Das war doch ein schönes Schlusswort für diese Runde. Ich danke dir, Michael, dass du den 4 Diskutierenden hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank auch nochmal an Tarek Tesfu, an Baran Kütschik, Quang Pasch und Clara Völler für die Debatte. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir freuen uns aufs nächste Format. Danke auch nochmal an die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Macht's gut.